Teilnehmerin, die haben wir auch, nämlich die Eva Maria Schweizer. Hallo an der Stelle. Ich schaue nur kurz, ob ist mein Bildschirm immer noch freigegeben oder doch? Ja. Wunderbar, wunderbar. Ja, danke, dass wir heute über ein Thema sprechen, über das nicht so oft gesprochen wird, nämlich das Thema Geld. Gerade im deutschsprachigen Raum, aber eigentlich weltweit, ist Geld ein Thema, über das ganz, ganz wenig gesprochen wird. Und wir haben in den nächsten paar Stunden Zeit, uns nicht nur dem Thema Geld zu widmen, sondern einer eigentlich wichtigeren Sache, nämlich der Finanzbildung für Kinder und Jugendliche. Wie Frau Grafe schon erwähnt hat, mein Name ist Goran Maric, gerne Goran. Ich bin in einem solchen Setting, wenn es ums Workshops und Schulungen geht, sehr gerne per Du. Bin seit über 6 Jahren jetzt im Bereich Finanzbildung tätig und seit über 8 Jahren im Bildungsbereich tätig. Vielleicht kurz so also Three Coins, die Organisation, die hinter diesem Workshop steckt. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und ein Unternehmen, das seit über 10 Jahren Bildungsprodukte und Strategien für mehr Finanzkompetenz in der Gesellschaft entwickelt. Aus dem simplen Grund, dass wir damals schon genauso wie heute gesehen haben, dass es eine große Lücke gibt, nämlich, dass sich unsere Welt sehr verändert hat und Kompetenzen, die gebraucht werden, um diesen Herausforderungen zu begegnen, irgendwie nicht gut vermittelt werden oder wenig vorhanden sind. Und wir gleichzeitig gesehen haben, dass ein guter Umgang mit Geld zu drei Sachen führt, nämlich zu mehr Selbstbestimmung, mehr Chancengleichheit und auch einer generell gesunden Volkswirtschaft oder einer gesunden Gesellschaft. Was wir damit meinen, das werden wir im Laufe der nächsten Zeit vielleicht ein bisschen genauer erfahren. Prinzipiell ist es jetzt nicht so, dass ich geplant habe, die nächsten 3 Stunden einen Vortrag zu halten und quasi einen Monolog zu führen. Ich würde mich irrsinnig freuen, wenn wir in dieser Runde es schaffen, eine Atmosphäre zu bilden, wo man offen über das Thema Geld sprechen kann. Es ist ja doch eine Schulung, ein Workshop, der für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren relevant ist, die dann eben Finanzbildung oder Finanzkompetenz an ihre Zielgruppen, nämlich Kinder und Jugendliche, tragen. Aber das wissen Sie ja aus der Vermittlung von Kompetenzen und Bildung. Man muss irgendwo immer bei sich selber anfangen. Deswegen hoffe ich, dass wir einerseits viel über das Thema erfahren, Sie vielleicht viel von Ihrem persönlichen Bezug zu Geld erfahren und dann auch gleichzeitig sehr viel lernen, wie Sie das denn eigentlich an die Zielgruppen, an die Sie das vermitteln wollen, auch vermitteln können. Bevor wir komplett reinstarten, würde ich sehr, sehr gerne mit einer Vorstellungsrunde anfangen. Die ist sehr kurz und knapp. Und da geht es eigentlich um eine Sache, nein, eigentlich um zwei Sachen. Einmal den Namen kurz zu sagen und die allererste Assoziation, die mir zum Wort Geld oder zum Thema Geld einfällt. Also einfach das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Geld denke. Ich fange an. Mein Name ist Goran und das Erste, was mir einfällt, ist Selbstbestimmung. Wer mag weitermachen? Dann mache ich weiter. Mein Name ist Margarete und das erste Wort, das mir einfällt, ist die Geldbörse. Ja, danke. Mein Name ist Eva Schweizer und das Wort, das mir einfällt, sparsam sein. Danke sehr. Die nächste, falls noch wer möchte. Hört man mich jetzt? Ja. Ah, okay. Ich bin da irgendwie jetzt beim Handy in einen anderen Modus gekommen und sehe jetzt nicht, ob mein Mikro aktiviert ist oder nicht. Mein Name ist Bianca Horvath. Meine Assoziation, Unabhängigkeit. Vielen Dank. Frau Grafel, wollen Sie auch noch mitmachen? Ja, also ich bin die Yvonne und ich würde zum Thema Geld sagen, Leben. Leben. Vielen Dank.
wenn ich jetzt da kann, ich schaue noch kurz, ob das hier gut geht. Normalerweise. Ah ja, wenn ich darüber schaue, dann schaue ich nicht die Wand an, sondern ich schaue meinen zweiten Bildschirm an, wo ich meine Präsentation drauf habe. Also bitte nicht irritiert lassen, warum ich versuche zwar immer, Sie anzuschauen, auch wenn viele Kameras aus sind, aber es macht nichts. Und wenn ich darüber schaue, dann schaue ich meistens diesen Bildschirm an. Sonst würde ich hier die Begriffe mitschreiben, aber ich sehe gerade, das schafft das Tool nicht so gut. Wir haben einmal Selbstbestimmung, wir haben einmal Geldbörse, wir haben einmal sparsam sein, wir haben Unabhängigkeit und wir haben Leben. Das sind quasi fünf Menschen mit fünf komplett unterschiedlichen Assoziationen zum Thema Geld. Ich eröffne wahnsinnig gerne mit genau dem, um einfach mal aufzumachen und zu zeigen, dass jeder und jede von uns einen ganz eigenen persönlichen Bezug zum Thema Geld hat. Und das Geld eigentlich ein sehr, sehr facettenreiches und vor allem lebenorientiertes Thema ist. Das kann was super Alltägliches sein, jeden Tag irgendwie die Geldbörse in der Hand zu haben, sie mitzuschleppen, da Geld drinnen zu haben, das auszugeben oder eben nicht auszugeben, wenn es um die Sparsamkeit geht. Es wurde heute auch schon angesprochen, dass das ganz viel mit Abhängigkeit oder eben auch Unabhängigkeit zu tun hat. Das kann eine Abhängigkeit sein, die einer Person gegenüber entsteht oder einer Institution gegenüber entsteht oder vielleicht sogar einem System. Das hat aber vor allem ganz, ganz viel mit Leben zu tun. Und jetzt weiß ich nicht, was Sie von Finanzbildung schon gehört haben. Als ich zum ersten Mal über Finanzbildung gehört habe, damals war das echt noch wenig Thema oder gar nicht Thema. Dann wurde das immer gleichgestellt mit Zinseszinsrechnung und das Weltwirtschaftssystem zu verstehen und zu erklären, warum es eine Bank braucht und was eine Aktie ist. Und das war für mich so abstrakt und lebensfern. Und Geld ist eigentlich alles andere als abstrakt und lebensfern. Das ist in fast jeder Facette unseres Lebens, wie schon gesagt. Und wir verherrlichen Geld jetzt nicht. Wir verwenden Geld eigentlich nur, und das ist super zu merken, ihr müsst by the way nicht alles mitschreiben, sondern die Slides und die Folien, die hier gezeigt werden, die werden dann noch mitgeschickt im Nachgang. Aber eine Sache, die man sich merken sollte, wir verwenden Geld immer nur als Vehikel oder sozusagen kleinsten gemeinsamen Nenner, um ganz viele Dinge anzusprechen, die eigentlich dahinter passieren. Und das hat viel mit Wertekonstrukten, mit Vorstellungen, Einstellungen, mit Zielen, mit Ängsten, mit Sicherheit und Leben zu tun. Und warum wir Geld hernehmen, ist, weil eben, wie wir es jetzt gerade gesehen haben, jeder und jeder einen Bezug zum Thema Geld hat. Und wenn es ums Geld geht, da kommen irgendwie die Leute zusammen. Und wenn man es mal schafft, über Geld zu sprechen, dann öffnen sie sich und dann kommt man auch drauf, aha, da steckt auch mehr dahinter, als jetzt nur diese Zahl am Bankkonto oder irgendwie auf, ja, oder ein Preisschild irgendwo im Geschäft oder solche Sachen. Jedenfalls, werden wir einige von diesen Dingen, die Sie heute auch schon, oder die ihr heute auch schon gesagt habt, noch einmal ansprechen, beziehungsweise werdet ihr sehen, dass das sehr zentrale Elemente in der Vermittlung von Finanzkompetenz sind. Danke fürs Mitmachen in der ersten Runde. Ich habe auch eine zweite Aktivität mitgebracht. Das startet gleich einmal ein bisschen interaktiver. Ich habe auch jetzt schon versucht, ein paar Methoden und Aktivitäten reinzunehmen, die man auch ganz gut mit Kindern und Jugendlichen machen kann. Sowohl die Assoziationskette oder die Assoziationsrunde als auch Ja oder Nein, also das, was wir jetzt machen werden, die lassen sich wunderbar in Kleingruppen, in Schulklassen, aber auch im Einzelsetting mit Kindern und Jugendlichen machen. Da würde man die Fragen ein bisschen anpassen, aber im Prinzip versuche ich ganz viele Dinge, die sie dann schon anwenden können, auch jetzt schon beim Workshop anzuwenden, dass sie auch sehen, wie wir das denn eigentlich die letzten Jahre wirkungsvoll in den Schulen auch gemacht haben. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Jederzeit. Diese Fragen, ab welchem Alter kann man das stellen? Also die erste Frage zum Beispiel, diese Vorstellungsrunde, mit was verbindest du mit Geld? Ab welchem Alter ist so eine Frage, wann kommt da was? Naja, wahrscheinlich Volksschule sogar auch, gehe ich jetzt mal. Oder ich meine, andere Antworten wahrscheinlich als in der Unterstufe, Oberstufe. Wahrscheinlich, oder? Absolut, absolut. Es ist tatsächlich fast von Lebensjahr zu Lebensjahr unterschiedlich. Das hört sich jetzt
sehr kompliziert an, aber man muss es nur vergleichen, wenn man jetzt eine Fünfjährige mit einer 18-Jährigen vergleicht, dass die einfach in einer ganz anderen Lebensrealität ist. Und in beiden Lebensrealitäten ist aber Geld sehr wohl ein Thema. Und die Fünfjährige, die bekommt in Sachen Geld ein paar Sachen mit, die sie jetzt noch nicht versteht oder versucht zu verstehen. Und die Volljährige oder eben Oberstufenperson, die gibt das schon aus, die hat schon eine Verantwortung, also die ist einfach eine andere Lebensrealität. Und man glaubt es kaum, aber die ersten Verhaltensmuster, die etablieren sich auch beim Thema Geld schon in super jungen Jahren, das ist zwischen 3 und 5 Jahre, werden die ersten Verhaltensmuster von Eltern und Bezugspersonen schon abgeschaut, wenn es auch um das Thema Geld geht. Ich habe extra später noch aufgearbeitet, welche Themen denn in Bezug auf Geld in welchen Altersgruppen am sinnvollsten sind zu besprechen und was denn so Kompetenzen oder Fertigkeiten sind, die zum Beispiel 3- bis 5-Jährige drauf haben sollten. Ein Beispiel, Bianca, um jetzt Ihre oder deine Frage auch direkt zu beantworten, anstatt zum Beispiel über Wert zu sprechen, also warum jetzt 10 Euro viel oder wenig ist, verstehen beispielsweise 4-Jährige oder 5-Jährige schon, dass es sehr wohl einen Unterschied gibt zwischen wertvoll und teuer, dass etwas Wertvolles nicht unbedingt teuer sein muss, zum Beispiel Freundschaft, Gesundheit, schöne Momente, Spaß zu haben, das ist etwas super Schönes und tolle Momente, die man sich nicht immer mit Geld kaufen kann. Und während man zum Beispiel sagen kann, das hier ist oder ein Auto zum Beispiel etwas sehr Teures, muss aber jetzt nichts Wertvolles sein. Also da gibt es schon viele Hebel, die von Altersgruppe und Lebenssituation unterschiedlich angewendet werden können. Aber ich hoffe, dass wir in so circa einer Stunde ein bisschen auf diese Fertigkeiten pro Altersgruppe eingehen können, wenn das nicht zu spät ist. Passt das, Bianca? Ja, danke, danke. Ja, super. Und generell, wenn es Zwischenfragen gibt, ich neige immer dazu, entweder zu komplex zu werden oder verwirrend, oder wenn irgendwie Rückfragen sind, einfach jederzeit entweder die Hand heben, da gibt es eine eigene Funktion bei Zoom, dann sehe ich das sofort, oder einfach Mikrofon einmachen, sagen, hallo Goran, bitte kurz Pause oder Stopp, ich habe eine Frage. Und dann nehmen wir das gleich dran. Gut. Dann machen wir mit dieser Übung weiter, ja oder nein. Ich würde normalerweise, wenn wir in einem Raum wären, an 2 Wänden einmal ein Ja hinkleben und auf der anderen Seite ein Nein kleben und dann eine ganz klassische Aufstellungsübung machen. Das geht in Gruppen von 5+ Leuten drunter. Also jetzt sind wir quasi noch knapp dran, weil die Aufgabe lebt ein bisschen, oder Aufgabe kann man es jetzt nicht nennen, Übung, die lebt ein bisschen auch von den unterschiedlichen Meinungen, die gebracht werden. Also wir stellen uns das einfach vor, es gibt hier zwei Enden des Raumes, nämlich einmal das Ja-Ende und einmal das Nein-Ende. Und die Aussagen, die jetzt kommen, die können eigentlich alle mit Ja oder Nein beantwortet werden. Und ihr könnt es mir gerne entweder in den Chat eure Antwort schreiben oder gerne direkt bei der Aussage Ja oder Nein übers Mikrofon sagen. Einfach nur, damit ich kurz höre, wer was oder wer sich wo verortet. Die erste Frage ist einfach eine Interessensfrage, um zu sehen, wer denn hier aktiv mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Ich habe täglich mit Kindern und oder Jugendlichen zu tun. Ja oder Nein? Ja. 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 2. Und ja. Ja. Also alle, oh mein Gott, das haben wir sehr selten, 100%-Quote. Bei ja, das hat jetzt noch wenig mit Geld zu tun. Möchtet ihr mir kurz sagen, in welchem Kontext ihr mit Kindern und Jugendlichen zu tun habt? Einfach nur, damit ich weiß, ob es eher schulischer Bereich ist, ob es eher offene Jugendarbeit ist. Wo habt ihr mit Kindern und Jugendlichen zu tun? In der Schule. Mhm. Und ist es Unterstufe oder Oberstufe, Volksschule? Sonderschule eigentlich. Okay. Super, danke. Und die anderen? Also ich Oberstufe. Mhm. Yvonne, wahrscheinlich quer durch die Bank, ganz viele Jugendliche und junge Menschen. Genau, also im Zuge meiner Arbeit im Jugendreferat, genau. Ja. Mhm. Super, danke. Ist wer aus der Jugendarbeit oder Sozialarbeit mit dabei? Wahrscheinlich nicht, also eher schulischer Kontext. Ja. Gut,
Dann machen wir mit der nächsten Frage weiter. Sie hat jetzt mehr Geld bezogen. Wie gesagt, das war eher eine Interessenfrage, damit ihr besser einordnen kann oder Bezug nehmen kann auf ihre alltägliche Arbeit. Die nächste Aussage ist, Geld macht glücklich. Ja oder nein? Nein. Jein. Ah ja, Entschuldigung, man muss sich entscheiden. Also, es gibt leider keine Zwischen. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Ja. Oh. Ist schwierig. Schwierige Frage, oder? Ja, stimmt, ja. Weil eigentlich Geld alleine nicht, aber ohne Geld ist es halt auch nicht so lustig. Ja. Also Yvonne, ja oder nein? Ich sage ja. Ja. Und die anderen? Also ich sage nein, ich kann mir das, was mir ganz wesentlich ist, nicht mit Geld kaufen. Obwohl ich natürlich die Yvonne auch verstehe. Ja. Mhm. Also spontan hätte ich das Gleiche gesagt wie die Yvonne. Ja, war schwierig. Ja, nein. Ich meine natürlich grundsätzlich nein. Aber ich darf kein Aber sagen, oder? Kein Aber, in dem Fall kein Aber. Man muss sich das so vorstellen, der Raum ist geteilt und man muss sich an eine Seite stellen. Und ich kann nicht in der Mitte stehen bleiben. Nein, leider nicht. Okay. Also, da sind wir ganz streng. Vielen Dank. Und da haben wir auch ein Nein. Also wir haben viermal Nein und zweimal Ja. Und wenn wir jetzt in einer Klasse wären oder in einem Raum wären, dann würden wir ganz wahllos auf eine Person zeigen und sagen, warum stehst du eigentlich dort, wo du stehst? Und die Person, die sagt dann meistens auch, warum sie dort steht und was ihre Meinungen dahinter sind. Und man merkt es ja schon bei uns in der Runde, dass das einiges auslöst. Was heißt Glück? Was bedeutet glücklich? Wann bin ich glücklich? Und für viele ist Geld ein Mittel zum Zweck. Und auf der einen Seite, wie Yvonne und einige andere auch gesagt haben, ohne Geld kann ich mir, wenn ich mir kein Essen kaufen kann, wenn ich kein Dach über dem Kopf habe, wenn ich meine Miete nicht bezahlen kann, dann kann ich auch nicht glücklich sein. Dann bringt mir auch viel Liebe, viel Zuneigung, vieles von dem, was vielleicht wertvoll ist, jetzt auch nicht großes Glück. Und auf der anderen Seite gibt es aus der Glücksforschung, die in Europa oder auch weltweit gemacht wird, sehr viele Studien, die sagen, dass Geld ab einer gewissen Summe mit jedem Euro, den ich dann mehr verdiene, eigentlich unglücklicher macht, weil es mich stresst und weil ich mir dann glaube, ich kann mit Geld alles kaufen. Aber in Wirklichkeit kann ich mir genau das, nämlich Liebe, Zuneigung, alles dieses, was man auch immer interpretiert, das muss ja nicht immer super romantisch sein, das kann auch einfach gute Gefühle sein, die kann man sich dann nicht mit Geld kaufen. Und da geht es auch gar nicht darum, dass man ein richtig oder falsch auf diese Aussage oder Frage hat, sondern eigentlich nur darum, genau in diesen Austausch zu gehen. Und man würde sich dann, wenn man diese Übung dann macht, auch die Zeit nehmen, jede dieser Aussagen in der Gruppe dann auch kurz zu diskutieren oder thematisieren. Im Nachgang an dieser Präsentation würde ich auch zu jeder von diesen Aussagen unten ein paar Argumente bringen, so Statistiken, Fakten, die dann belegen, zum Beispiel aus der Glücksforschung oder was man für ein Budget braucht, um ein normales Leben zu führen, damit man da einfach Informationsgehalt reinbringt, damit man da Wissen vermitteln kann. Aber im Grunde geht es hier eigentlich nur darum, offen und ehrlich Geld zum Thema zu machen und darüber zu reden. Aber Geld und Glück wird uns doch später bei einer ganz besonderen Fertigkeit noch beschäftigen. Aber die meisten Menschen tendieren eher zu sagen, es gibt hier kein Ja oder kein Nein. Und wir müssen uns aber einfach nur, um den Diskurs zu starten, hier polarisierend auf eine Seite stellen. Danke fürs Mitmachen. Wir machen weiter mit der letzten Aussage, nämlich vorletzte, Entschuldigung. Schulden zu haben ist peinlich. Ja oder nein? Nein. Ich bin nicht. Nein. Das ist leichter. Nein. Ich bin auch bei Nein. Ich sage auch Nein. Mhm. Danke. Also eigentlich fast alle bei Nein. Wie, wenn man sich jetzt vorstellen würde, wir haben eine Gruppe von 20 Jugendlichen oder Schülerinnen und Schülern, würden die auch alle bei Nein stehen, glaubt ihr?
Na, das kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht das sogar anders ist, dass die bei Ja stehen, weil bei Jugendlichen, die haben das Thema Schulden machen, Kredite aufnehmen, das haben die noch nicht durchgemacht und manchmal brauchst du das einfach, weil es Investitionen zu tätigen sind, die ja, man könnte 20 Jahre hinsparen, dann kostet es noch mehr. Wahrscheinlich aufgrund der Erfahrung würden die wahrscheinlich Ja sagen, meine Interpretation. Danke, haben wir auch beobachtet, dass es genau das ist, nämlich die Realität, in der sie leben und vor allem, dass Schulden auch ganz oft sehr negativ konnotiert sind und eigentlich vergessen wird, dass es genauso wie es schlechte Schulden gibt, auch gute Schulden gibt. Wenn wir allein schon an einen Hausbau oder einen Wohnungskauf denken, den kann man ohne Schulden, kann man sich das nicht leisten. Und auf der einen Seite, Schulden sind ein sehr, sehr spannendes Thema, wo man sehr feinfühlig damit umgehen muss. Warum? Weil auf der einen Seite löst es sehr viel negative Emotionen aus, wenn man in Schulden lebt oder gerade aus einer Familie kommt, der es finanziell nicht so gut geht. Und auf der anderen Seite darf man da nicht so viel Angst in das Thema bringen, weil sonst traut man sich nicht, vielleicht finanziell größere Schritte zu machen oder zu wagen. Und wir merken es insbesondere bei gewissen kulturellen Kreisen, ob es jetzt türkische oder BKS-Jugendliche, Schülerinnen und Schüler oder aus dem arabischen Raum sind, dass da dann teilweise die Meinungen sehr, sehr unterschiedlich sind, die auch kulturell bedingt sind, weil Schulden in gewissen Ländern einfach zu einer Normalität gehören. Aber gerade im deutschsprachigen Raum zum Beispiel, allein das Wort Schuld und eine Schuld mit sich tragen und jemandem etwas schuldig sein, ist immer etwas Negatives und nicht so Gutes. Und deswegen wird das auch ganz schnell mit, ja, du bist irgendwie, du entsprichst dieser Leistungsgesellschaft nicht und du hast es nicht geschafft. Und dann gab es ja auch ganz oft und viel bei Jugendlichen und Kindern das Wort Geringverdiener und dann sich irgendwie nichts leisten zu können und nur Schulden zu machen. Und dann wird aber nicht hinterfragt, warum ist man in die Situation gekommen? Gibt es vielleicht Gründe, warum die Person da reingeschlittert ist, ohne dass sie etwas dafür kann? Beziehungsweise, ob es gute oder schlechte Schulden sind. Also das ist ein großes Thema, dem man auch mit ein paar Übungen, die wir dann später machen, ganz, ganz gut begegnen kann. Und eine Sache, das haben wir auch identifiziert, ist, wenn man mit Kindern und Jugendlichen viel über das spricht, was sie sich möglich machen können, an Wünschen, ob das jetzt ein neues Handy ist oder ein Auto oder vielleicht sogar, wenn sie an der Familie oder Planung denken, das sind dann schon sehr viel ältere und je weiter dieser Zeithorizont ist, desto schwieriger können sich das Kinder und Jugendliche vorstellen. Also wenn man kann jetzt mit 10-Jährigen nicht über ihre Pension reden, weil sie sich ihre Pension einfach noch nicht vorstellen können. Zum Beispiel 30- oder 40-Jährige, die können das schon viel, viel besser, als Kinder das können. Und dann koppelt man quasi finanzielle Ziele auch ein bisschen an eben Schulden machen. Und Schulden machen, wenn ich sie zurückzahlen kann, ist gut. Nur das, was sie sich merken müssen, ist, sobald ich Schulden habe, die ich nicht zurückzahlen kann oder die mich in eine ganz schlechte Situation bringen, dann ist das nicht so gut. Und da haben wir also eigene Schuldensituationen, die Jugendliche, also echte Jugendliche, nicht erfundene Situationen erlebt haben. Und die kann man dann einordnen, je nach Schwierigkeitsgrad oder wie soll ich das sagen, je nach wie gravierend dieses Problem ist. Ist sehr spannend, aber das machen wir heute auch noch. Gut, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Machen wir weiter. Sehr simpel. Ja oder nein, Geld stresst. Das glaubt ihr. Oder wie ist es für euch? Stresst euch Geld? Schwierige Fragen. Vielleicht einfach aus dem Bauch heraus. Das erste, was mir einfällt. Ja. Hätte mich eher zu Ja gestellt oder zu Nein, ja? Ja. Ja? Nein. Also ich würde auch Nein sagen. Das ist schon wieder diese Jein-Frage. Ich habe es befürchtet. Genau. Nein. Nein.
Und eine Stimme haben wir noch. Oder haben eher mitgemacht? Und ich habe jetzt noch nicht. Ich habe jetzt drei Nein und eine Ja. Magst du dann irgendwer kurz sagen, warum Nein zum Beispiel? Weil genug da ist oder? Wollt ihr da was teilen? Nee. Einfach. Oder ist es eher eine Einstellungssache, würde sie sagen? Es hat nämlich ganz, ganz oft eben mit Einstellungen zu tun. Und tatsächlich, kennen Sie das GfK-Forschungsinstitut? Das ist ein Riesenforschungsinstitut, die machen große Studien und Umfragen und die haben seit über 10 Jahren weltweit eine Umfrage, die immer das gleiche Ergebnis hat. Nämlich fragen sie, was denn der größte Stressfaktor des Menschen ist. Und seit über 10 Jahren ist auf Nummer 1 immer ein Thema. Und das ist leider das Thema Geld. Also Geld ist weltweit der größte Stressfaktor des Menschen. Mhm. Muss nicht immer so sein. Eigentlich sollten jetzt andere Slides. Ah ja, da sind sie. Na gut, dann ziehen wir das kurz vor. Muss nicht immer so sein, aber ganz, ganz viele Menschen stresst Geld. Warum? Weil eigentlich unsere Gesellschaft hat ein riesengroßes Koordinatensystem um das Thema Geld gebaut. Geld, viel zu haben oder wenig zu haben, das sagt gesellschaftlich einiges aus. Ich rede jetzt nicht über individuelle Meinungen oder intellektuelle Meinungen. Ich rede über sogenannte Mainstream-Meinungen, also das, was als normal in der Gesellschaft betrachtet wird und leider gilt als erfolgreichen Mensch, der viel Geld hat, der sich alles leisten kann, der ein großes Haus hat, der ein tolles Auto fährt und sich irgendwie neue Sachen kauft. Das hat viel mit unserem Wirtschaftssystem zu tun, das sich in den letzten Jahren von einem bedarfsorientierten hin zu einem konsumorientierten Wirtschaftssystem entwickelt hat, wo Produkte, Dienstleistungen, Services entstanden sind und Marken entstanden sind, die aufgeladen sind ohne Ende mit Emotionen, mit Werten. Wenn wir Coca-Cola als Getränkemarke sehen, das super ungesund ist, wo nur Zucker drinnen ist, dann Werbung von Coca-Cola sehen, dann thematisieren sie nicht das Getränk, das da drinnen ist, sondern sie vermitteln ein Lebensgefühl, nämlich das von Familie, von guter Laune, von oder Red Bull, von viel Energie, von Flexibilität. Also wir sind quasi wirtschaftlich oder vom System her in einer Welt drinnen, wo sich ganz, ganz viel um irgendwas Geldbezogenes dreht und nicht viel Geld zu haben oder vielleicht Rechnungen zu haben, die ich nicht zahlen kann oder mir Gedanken zu machen im Alltäglichen, kann ich mir das leisten, kann ich mir das nicht leisten, insbesondere in der Situation, in der wir jetzt stecken. Da geht es vielen, vielen Menschen, gerade in Österreich und im deutschsprachigen Raum, obwohl wir ein Sozialstaat sind, der sich viel um seine eigenen Menschen oder Bürgerinnen und Bürger kümmert, ist Geld ein riesengroßer Stressfaktor. Und das hat viele, viele Dimensionen und nicht alle davon kann man angehen bzw. ändern, aber die Dimension der Fertigkeiten und Kompetenzen, also eigentlich die Bildungsdimension, die kann man sehr, sehr gut angehen, weil tatsächlich der gute Umgang mit Geld sich automatisch auch auf ein niedriges Stresslevel mit dem Thema Geld also das löst quasi aus, es bedingt einander. Und deswegen ist Finanzkompetenz auch so wichtig und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass das Jugendreferat uns eingeladen hat, ja heute diesem Thema so viel Raum zu geben. Und es freut mich auch sehr, dass ihr hier mit dabei seid. Das war die kurze Intro. Normalerweise fängt man immer mit der Agenda an, ich fange immer andersrum an. Ich finde das immer schöner, mit Reden und ein bisschen Austausch anzufangen. Wir haben heute von 17.30 bis ca. 20.30 Uhr diesen Workshop angesetzt und geplant. Die Pausen, die würde ich irrsinnig gerne nach Bedarf machen. Einfach nur je nachdem, wie die Energie da ist, ob wir 3 kürzere oder 4 kürzere oder 2 längere Pausen machen, das schauen wir dann.
in dieser Hinsicht auch ganz, ganz wichtig, wenn ihr eine Pause braucht und ich das irgendwie nicht erkennen sollte, einfach sagen, Goran, jetzt wäre eine Pause gut, das war jetzt ein bisschen viel. Und sonst würde ich einfach versuchen, nach Dingen, die wir durchgekaut haben, einfach mal einen Break zu machen, dass wir unser Hirn auslüften können. Prinzipiell ist der Workshop auf drei großen Säulen aufgebaut. Das sind die drei obersten Kreise im Hellblau hier, dass wir anfangen werden mit ein bisschen Basiswissen, was Finanzkompetenz angeht. Basiswissen hört sich super langweilig an. Ich hoffe, wir haben es nicht so langweilig verpackt jetzt in den nächsten Folien. Geht nur darum, ein bisschen besser greifbar zu machen und zu verstehen, wenn wir über Finanzkompetenz reden und wenn wir ein besseres Wort für Finanzkompetenz finden würden, dann würden wir es auch abändern. Wir haben nur kein besseres Wort gefunden. Aber einfach ein bisschen besser verstehen, aha, was ist das Thema, was ist das Problem und wie kann man dem begegnen? Und viele fragen sich, und der Mensch ist halt leider so einer, der sucht den Fehler ganz oft bei sich selber und denkt sich dann so, boah, warum kann ich jetzt nicht gut mit Geld umgehen? Aber tatsächlich liegt das nicht nur am Menschen selber, sondern ganz, ganz viel am Umfeld und einem System, das da entstanden ist. Und deswegen schauen wir uns in der zweiten Säule an, was denn so Hürden sind, die einen guten Umgang mit Geld eigentlich erschweren. Und die ersten zwei Säulen, die basieren total auf diesem Erfahrungsaustausch und vor allem auf sehr viel Reflexion, um zu verstehen, okay, wie gehen wir eigentlich ans Thema Finanzkompetenz heran? Wie multidimensional ist es wirklich? Damit wir dann im dritten Schritt, und das ist die dritte Säule, über Methoden und Aktivitäten sprechen, wie man den Kindern und Jugendlichen diese Finanzkompetenz vermitteln kann. Und wir haben hier immer einen sehr, sehr spielerischen Ansatz. Also die meisten Aktivitäten und Übungen, die wir haben, die werden sind sehr explorativ, sind sehr interaktiv und lassen viele, viele Meinungen zu. Im Hintergrund passieren dann hoffentlich viel Nachdenken auch bei euch und viel Erfahrungsaustausch im Allgemeinen. Unsere Grundregeln, die ich gerne auch noch sage, ist jetzt nicht nur für jetzt, sondern auch für später, dass dadurch, dass das Thema Geld ganz viel mit externen Faktoren und mit Umständen zu tun hat, da gibt es ganz, ganz wenige richtige oder falsche Antworten. Ich kann jetzt niemanden beurteilen, dass er oder sie jetzt eine finanzielle Entscheidung getroffen hat, ohne zu verstehen, unter welchen Umständen diese finanzielle Entscheidung getroffen wurde. Egal, ob das jetzt irgendwie Geld ausborgen in hohen Summen ist oder sich ein Auto zu kaufen, das ich mir eigentlich gar nicht leisten kann. Ganz, ganz oft steckt da viel mehr dahinter, als jetzt der erste Blick irgendwie scheinen mag. Und deswegen ist mir das super wichtig, einfach zu sagen, es gibt auch beim Thema Finanzkompetenz wenig richtig oder falsch. Es gibt ein paar Daumenregeln, es gibt so ein paar Grundsätze, wo es generell gut wäre, sich daran zu halten. Aber man muss beim Thema Geld oder Lebenskompetenz, Finanzkompetenz sich immer holistisch das Umfeld anschauen. Aber dazu kommen wir auch später. Unterschiedliche Meinungen sind super wichtig. Wir haben es kurz bei Ja und Nein gesehen. Die einen Stressgeld, die anderen nicht. Die einen finden Geld noch glücklich, die anderen finden es nicht. Das ist egal, ob es das in unserem Kontext ist oder im Kinder- und Jugendkontext, ist super wichtig, weil es einfach Diskurse eröffnet und mich in meiner Meinung, ich mag jetzt nicht sagen, dass ich dann meine Meinung hinterfrage, aber sobald ich eine andere Meinung höre mit Argumentationen dahinter, könnte es sein, dass ich meine Meinung dann irgendwann mal ändere. Wenn es für alle passt, wäre ich gerne partout, aber ich glaube, das haben wir schon bejaht. Und Fragen, wie gesagt, jederzeit willkommen. Passt das so grundsätzlich? Super, ja. Danke. Ja. Super. Dann machen wir weiter mit ein bisschen, es ist nicht trocken, es sind einfach nur sehr viele Fakten und Statistiken, mit denen ich gerne anfange, damit ihr mal merkt, warum uns das Thema so wichtig ist und warum es so wichtig ist, dass wir heute hier sind und das auch zu Kindern und Jugendlichen tragen. Wie ich schon gesagt habe, die Herausforderungen beim guten Umgang mit Geld, die fangen damit an, dass Geld der größte Stressfaktor der Welt ist. Habe ich schon ein bisschen elaboriert, warum das so ist. Und noch ärger, wenn man sich anschaut, warum sich Menschen überschulden und Überschuldung bedeutet, ich habe so viele Schulden angehäuft, dass ich da selber ohne fremde Hilfe nicht mehr rauskomme. Ist der zweithäufigste Grund der persönliche Umgang mit Geld. Der häufigste Grund, warum sich Menschen überschulden, ist schlicht und ergreifend, weil sie ihren Job verloren haben
oder wenn sie selbstständig waren, dass ihre Honorare oder die Selbstständigkeitsbasis weggebrochen ist. Und ganz viele Menschen, die können nichts dafür, wenn sie gefeuert werden. Klar, wenn ich jetzt irgendwie faul war in der Arbeit oder irgendwas falsch gemacht habe und dann gekündigt werde, ist was anderes. Aber viele Menschen, die werden einfach, weil der Betrieb schließt oder weil es irgendwie Umstrukturierungen gibt, verlieren dann ihren Job. Und das allererste, das ich persönlich angehen kann und ändern kann, ist der persönliche Umgang mit Geld und persönliche Finanzentscheidungen. Wie ihr seht, funktioniert das in Österreich nicht, weil der zeitweiligste Grund, warum sich Menschen überschulden, tatsächlich einfach falsche Entscheidungen sind. Und sich Menschen sehr viel Konsum verschuldet haben, also sich viel zu viele Dinge gekauft haben, die sie eigentlich gar nicht brauchen, weil es das System ermöglicht hat. Zu dem komme ich gleich. Und eine Sache, das ist vielen auch nicht bewusst, ist, dass knapp die Hälfte der gesamten Bevölkerung, die in Österreich lebt, gar keine finanziellen Rücklagen mehr hat. Also keinen Cent an Ersparnissen. Das ist in Burgenland ein bisschen anders. Hier ist die soziale Mobilität größer und auch das Einkommensniveau ein bisschen größer als im Vergleich zu anderen Bundesländern in Österreich. Aber warum das passiert ist, ist irgendwo auch, oder liegt irgendwo auch auf der Hand. Wir haben Covid-19 hinter uns. Da sind sehr, sehr viele Haushaltsersparnisse aufgrund von Kurzarbeit, Rationalisierungen, wie auch immer, weggefallen. Und wir haben jetzt in den letzten, also Beginn letztes Jahr und dieses und nächstes Jahr definitiv auch noch eine sehr starke Teuerungswelle. Die Yvonne und ich haben vorhin noch über das Referenzbudget von den Schuldnerberatungen gesprochen, die sich ausgerechnet haben, dass man im Schnitt zwischen 100 und 300 Euro im Monat netto mehr Geld braucht, einfach nur, weil alles teurer geworden ist. Und wir müssen berücksichtigen, das sind noch Statistiken, die sind vom letzten Jahr, also noch gar nicht von diesem Jahr. Und dieses Jahr hat die Teuerung noch einmal mehr angezogen. Also ich könnte euch echt vorstellen, dass es da einige Menschen da draußen gibt, denen es gerade bei Umgang mit Geld nicht so gut geht. Ich bringe das gerne auf, weil jetzt nicht nur Verhaltensmuster im Umgang mit Geld sich in jungen Jahren bereits entwickeln. Viele Jugendliche, die so ab 16, also Pflichtschule mal fertig, oder machen sie eine Lehre oder sind in einer Sonderschule oder gehen dann quasi ihr Leben weiter, haben sehr schnell mit ein bisschen mehr Geld zu tun und rutschen dann automatisch in Muster hinein, die vielleicht gar nicht so gut sind. Aber einfach mal zu wissen, wieso gerade die Ausgangssituation ist und die ist nicht so eine gute, ist glaube ich, mal gut. Und wenn man jetzt den Fokus auf Jugendliche legt, dann schaut die Situation fast noch ein bisschen brisanter aus als im allgemeinen Schnitt Österreichs oder der Bevölkerung. Nämlich gab es eine große Befragung der Generation Z. Da wurde die Frage gestellt, wenn ihr an die Zukunft glaubt, was glaubt ihr, was ist denn eure größte Herausforderung oder der größte Angstfaktor? Und da sagen schon fast alle, dass sie nicht glauben, dass sie ein gutes Leben haben werden oder dass sie ihre Lebenserhaltungskosten gut decken können. Lebenserhaltungskosten, die waren damals einfach umschrieben, das war quasi Lebensmittel kaufen, wohnen können und sich vielleicht so kleinere finanzielle Ziele erfüllen zu können. Und dass eine ganze Generation nicht dran glaubt, ein gutes Leben zu führen, obwohl wir in einem sehr entwickelten Land leben, das gute Jobs und gute Bildung bereitstellt, ist ein sehr brisantes Thema. Da könnte man hinterfragen, warum ist das denn so? Und vielleicht kriegen sie es über die Medien mit, sehr oft kriegen sie es über die Eltern mit, dass da einfach ein paar Sachen nicht so stimmig sind. Aber es ist tatsächlich so, dass einer der größten Stressfaktoren oder Angstfaktoren der jungen Generation Lebenserhaltungskosten sind. Und wenn wir uns dann anschauen, wie die Konsum- und Lebensrealität oder Finanzrealität von Jugendlichen ist, dann ist es so, dass 9 von 10 Jugendlichen ab 16 bereits im Internet Dinge gekauft haben. Also das ist eine Statistik aus Deutschland, nicht aus Österreich, aber das sind so viele, das sind 90% quasi aller jungen Menschen haben schon irgendwas im Internet online gekauft. Wir haben heute auch ein bisschen davor über die Realität, die digitale Realität gesprochen und was super erschreckend ist, weil wir mit diesem Ding, das hier so rumliegt, wir können jederzeit Sachen kaufen, verkaufen. Ich bin ständig Zielscheibe von Werbung und Marketing. Dann höre ich irgendwelche tollen Influencerinnen und Influencer, die sagen, das ist das neueste und beste Produkt, kauf es jetzt sofort, hier ist der Link. Also es geht ganz, ganz schnell. Und was hier auch rausgestrichen ist, sind die Ratenkäufe. Ganz viele Jugendliche können sich diese Produkte, von denen sie ganz viel lesen, und hören nicht leisten und was sie halt machen, da habt ihr sicher schon von Klarna und Buy Now Pay Later gehört, vielleicht sogar im schulischen Kontext oder generell im Kinder- und Jugendkontext, dass sie sich einfach auf Raten
verschulden. Und in Wirklichkeit sind diese Finanzprodukte nichts anderes als schön verpackte Schulden, weil ich kaufe mir etwas, was ich mir eigentlich nicht leisten kann. Und dieses Ding wird nicht billiger, wenn ein 1.000 € Fernseher oder Handy auf 10 Raten nach 100 € runtergebrochen wird oder noch mehr auf 20, auf 50 zum Beispiel, das ist ein bisschen realistischer, dann habe ich trotzdem 1.000 € Schulden. Und was Kinder und Jugendliche nicht wissen, ist die ganzen Zinsen, die draufgeschlagen werden. Aber das Jugendliche von 40% vergessen haben zu bezahlen, ist ja auch schon ein Riesenalarmfaktor, weil sie den Überblick verlieren. Überblick über Geldtransfer, Überblick über, wofür geben sie ihr Geld eigentlich aus, was müssen sie berücksichtigen. Das ist in der heutigen digitalen Zeit einfach super schwierig geworden. Und fast die erschreckendste Zahl ist, wenn man junge Menschen fragt, ob sie sich sattelfest in Geldfragen fühlen, sagen beinhart 83% nein. Dass sie weder die Schule auf das Geldleben vorbereitet, noch die Eltern auf das Geldleben vorbereiten. Und das kommt nicht von irgendwo. Unsere Welt, die hat sich in den letzten Jahren irrsinnig gewandelt. Sie hat sich jetzt nicht nur von einer bedarfsorientierten, sondern konsumorientierten orientiert oder umgewandelt. Sie hat eigentlich ganz, ganz viele Veränderungen durchgemacht. Und ich habe hier versucht, das Problem ein bisschen zu beschreiben. Wie gesagt, Prämisse hier ist, es geht nicht, also das Schuld an diesen ganzen Sachen ist nicht die Person selber. Die Entscheidungskompetenz liegt bei der Person. Aber da haben sich ganz viele Faktoren oder Umweltfaktoren eigentlich verändert, die es wahnsinnig schwer machen, gut mit Geld umzugehen. Und das eine ist, wie ihr links sehen könnt, ist die Digitalisierung in einer sehr globalisierten Welt. Digitalisierung hat uns weit gebracht. Wir können Dinge machen, die wir vor 50 Jahren nicht hätten machen können und mit Menschen reden, die wir, kennen es ja, ganz, ganz viele Vorteile, aber mindestens genauso viele Nachteile, ob das digitale Produkte sind, ob das Spiele sind oder Pixels auf einem Bildschirm, egal ob es ein Computerbildschirm oder ein Handybildschirm ist, ob das Betrug ist, ob das, da gibt es ganz, ganz viel im digitalen Raum, das sich abspielt, wo die Veränderungen von Jahr zu Jahr, also ich bin überrascht, wie schnell hier auch die Technologie sich wandelt, Stichwort zum Beispiel Kryptowährungen und diese ganzen Themen, da kommen immer mehr große Dinge hoch und gerade junge Menschen neigen dazu, Schnelltrends zu folgen und im digitalen Bereich passieren ganz, ganz viele Geldtrends. Ob das jetzt ist, du kannst schnell Geld verdienen und dann komm in diese WhatsApp-Gruppe und schau dir das doch an und dann mach doch einen Währungshandel und ich sag dir, was du wie, wann, wo kaufen musst oder bezieh doch dieses Produkt. Da ist einfach sehr, sehr viel im digitalen Raum passiert. Ein Angebot, das ungefiltert, weder durch Gesetze, durch Institutionen oder sonst irgendwas, eigentlich direkt zu Kindern und Jugendlichen geklatscht wird und sie dann so überfordert sind, dass sie es einfach mal probieren. Aber über Trends reden wir später noch einmal. Wenn wir weiterschauen zum schnellen Konsum, dann ist das so, dass im Vergleich zu Supermärkten vor 50 Jahren, die waren sehr regional, nicht so voll und da hattest du auch nicht alles zu kaufen. Und heutzutage kannst du in ein Geschäft gehen, das hat mehrere hundert Quadratmeter und ich kann dort von Socken, Unterhose, Lebensmittel bis zu Waschmaschinen und digitalen Geräten eigentlich alles kaufen. Also die Produktvielfalt ist riesig geworden und nicht nur das. Es gibt ganze Lehrgänge, Studiengänge, Kurse, wo Menschen lernen, es möglichst effektiv und effizient Produkte und Dienstleistungen an andere Menschen zu verkaufen, ohne sich zu fragen, ob sie das brauchen oder nicht. Das heißt, Werbung ist extrem personalisiert geworden. Heutzutage weiß ein Google, ein Facebook, ein Instagram ganz genau, der Goran ist so alt, der lebt in der Lebensrealität, der hat letzte Woche die und die Begriffe im Internet gesucht und der Goran, der kriegt dann auf diesem Handy innerhalb von ein paar Minuten supergenaue Werbung zu Produkten, die genau meinen Interessen entsprechen. Das war vor 15 Jahren gar nicht möglich. Und diese Daten, die gesammelt werden, das hat mit Digitalisierung zu tun, hat mit einer Konsumwelt zu tun. Aber ihr braucht es nur beobachten. Ich weiß nicht, habt ihr die Jö-Karte, kennt ihr diese Vorteilskarte vom Jö-Club. Und das ist zwar ein Bonussystem, aber in Wirklichkeit ist es ein riesengroßes Datensammelsystem, weil sie sich anschauen, was Menschen wann, wo, wie kaufen, damit dann Angebote in diesen Geschäften besser angepasst werden können. Das ist auch ein riesen
eine riesen Datensammlung, was Kaufverhalten einer Gesellschaft angeht. Also man muss einfach davon ausgehen, dass das immer verwendet wird, um noch mehr Dinge zu verkaufen, weil wir in einer Wirtschaft leben, wo es nur ums Wachsen geht und größer werden und mehr Umsatz und mehr Produkte. Und das muss man sich mal bewusst werden. Und die dritte Säule ist die Komplexität oder auch Einfachheit von Finanzprodukten. Früher hast du ein Sparbuch gehabt. Auf diesem Sparbuch hattest du gute Zinsen. Das heißt, wenn du fleißig gespart hast, hast du dir auch etwas ersparen können. Das heißt, du hast dann über 10, 15, 20 Jahre fleißig gespart, hast aber auch ein Geld gehabt, mit dem du dir etwas kaufen hast können. Heutzutage, wenn wir uns die Zinslage anschauen oder das, was eine Bank mir bieten kann, dann sind das 0,1% oder was noch immer. Ja. Das heißt, ich spare mich eigentlich blöde und habe im Endeffekt sogar weniger, weil aktuell zum Beispiel die Inflation auch alles Ersparte irgendwie auffrisst, weil einfach die Geldentwertung größer ist als das, wie teuer Produkte zum Beispiel werden. Und gleichzeitig kann man sich da fast nur in alternative Finanzprodukte retten. Das Problem haben wir jetzt nur, dass diese Finanzprodukte teilweise sehr komplex sind. Ob das jetzt Investmentfonds, Aktien, wie auch immer sind. Und das macht diese Inklusion oder die Partizipation in Sachen Kapitalmarkt oder Finanzen super, super schwierig, weil da einfach sehr viel Unsicherheit, sehr viel fehlendes Wissen da ist und weil auch teilweise Stereotypen dahinter sind. Und wir da auch sehr darauf bauen, dass man sagt, okay, man muss es eigentlich schaffen, Finanzen auch zu demokratisieren, weil eigentlich müsste jeder von uns in der Lage sein, sein hart verdientes Geld, das ich mir erspare, auch so anzulegen, dass es irgendwann mal wert wird. Aber an sich ist diese Finanzwelt, die da entstanden ist, es gibt nicht nur ein Produkt mehr, es gibt irgendwie 150 verschiedene, ist es auch super schwierig durchzublicken. Und das vierte und letzte, das sind Faktoren, die mich irrsinnig beeinflussen und ich merke nicht einmal, dass sie mich beeinflussen. Das sind verhaltensökonomische und vor allem auch psychologische Faktoren. Ganz, ganz viel in Sachen Lebens- und Entscheidungskompetenz, das spielt sich unterbewusst ab. Und wir haben evolutionsbedingt oder entwicklungsbedingt haben sich in unserem Kopf und unserer Psyche einfach gewisse Muster entwickelt, wo wir uns zum Beispiel immer an anderen orientieren, wo wir gewisse Handlungen, Entscheidungen setzen, weil es quasi vorprogrammiert ist. Und die haben auch einen negativen Einfluss auf unser Finanzverhalten. Auf diese verhaltensökonomischen und psychologischen Hürden, weil sie so wichtig sind, werden wir noch näher eingehen. Waren diese vier Felder soweit klar oder habt ihr Anmerkungen, Fragen dazu? Zu den vier Feldern nicht, aber zu diesen Statistikdaten von den letzten zwei Folien. Gibt es da Quellen auch dazu? Also woher kommen diese Zahlen, dass 83% der Jugendlichen und so weiter? Ja, die haben wir. Soll ich sie jetzt gleich, vielleicht ich suche sie entweder in der Pause raus oder ich ergänze sie dann in den Foliensatz, genau, das wir mitschicken. Perfekt, super. Ja, also wir haben, wie wir funktionieren, auch als Unternehmen ist, wir haben sehr viele Mitarbeitende, die eigentlich nur Studien entweder selber schreiben oder Studien screenen. Warum? Weil wir evidenzbasiert wissen wollen, wo sind Lücken. Und wenn wir diese Lücken identifiziert haben, dann wollen wir für diese Lücken auch Lösungen finden. Deswegen haben wir sind wir sehr wissenschaftslastig. Und deswegen hoffe ich, dass ich nicht so wissenschaftslastig jetzt werde in der nächsten Zeit. Aber das ist eigentlich alles belegt. Ich mache das nur, weil es schöner ausschaut, als wenn ich die Quellen da unten reinschreibe. Aber Bianca, ich werde sie ergänzen. Dankeschön. Bitte. Gibt es noch Anmerkungen? Oder Dinge, die euch überrascht haben. Gut. Ich mache nicht still, aber ich mache weiter. Falls euch was einfällt, einfach, wie gesagt, unterbrechen. So, jetzt ist die Sache, okay, jetzt wissen wir, es ist ein Problem. An diesem Problem ist nicht der Mensch selber schuld. Da haben sich viele Sachen verändert. Und jetzt ist die Frage, okay, wozu führt dieses Ganze eigentlich? Und wichtig ist, egal was jetzt so die Umweltfaktoren, Politik und Gesellschaft und bla 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 ist, uns geht es immer um den Menschen. Und es gibt viele Menschen,
denen es nicht so gut geht, die krank werden, die gestresst sind, die sich nicht gut fühlen und die sich in ihrer persönlichen Freiheit einfach sehr, sehr eingeschränkt fühlen, weil sie nicht gut mit Geld umgehen. Und wenn man es jetzt, das ist quasi die Mikroebene und die wichtigste Ebene, nämlich immer das Individuum in den Vordergrund zu stellen, das macht sie in der Schule, genauso wie wir das im Bereich Geld und Finanzkompetenz machen sollten, genauso. Also es geht nicht um uns als Gruppe, es geht einfach ums Individuum. Und wenn man es jetzt tatsächlich aber raufbringen würde auf eine höhere Lebebene, dann sind die Auswirkungen von mangelnder Finanzkompetenz oder keiner Finanzkompetenz noch einmal gravierender, weil man von quasi nicht so guten Umgang mit Geld, ich fange mit ein paar Schulden an, dann bin ich schon verschuldet und zwar mit schlechten Schulden verschuldet, dann werden aus wenigen Schulden ein bisschen mehr Schulden, da bin ich überschuldet und sobald ich überschuldet bin, schlittere ich eigentlich in die Armut. Und Armut in Österreich ist zu einem Teil einkommensbedingt, also weil ich einfach zu wenig verdiene für das, was ich arbeite oder weil ich eben nicht arbeite. Aber ganz, ganz oft ist Armut einfach auch schuldenbedingt. Und jeder Mensch, der zum Beispiel eine Privatinsolvenz macht, ich kann in Österreich über 5 bis 7 Jahre, egal wie viele Schulden ich angehäuft habe, auch Endschulden über die Schuldnerberatung zum Beispiel, da lebe ich in diesen 7 Jahren eigentlich in Armut. Und Armut ist für eine Volkswirtschaft etwas ganz, ganz Schlimmes, weil sie nicht nur dazu führt, dass man gesundheitlich Probleme hat, sondern weil man sich einfach Schritt für Schritt aus der Gesellschaft zurückzieht und nicht partizipieren kann. Aber wir sehen hier auch schon, dass eine der Auswirkungen Freizeit- und Kulturaktivitäten sind, nämlich dass ich weniger habe davon. Und warum wir Finanzkompetenz mit Chancengleichheit bereitstellen, ist, weil mir ein guter Umgang mit Geld oder halt Geld für Dinge auszugeben, die mir etwas im Leben bringen, meistens auch soziale Mobilität bringen. Ich kann mich weiterbilden, ich kann eine Uni besuchen, ich kann Kurse machen, ich kann Hobbys machen, die ich mir vielleicht leisten kann. Und wenn ich das alles nicht habe, dann kann ich das alles nicht machen. Und oder wenn ich keine Finanzkompetenz habe und das nicht reflektieren kann, dann fehlt mir das eigentlich alles. Weniger Selbstbewusstsein ist vor allem ein, ich würde sagen, Klischee- und Stereotypen-Thema, weil einfach unsere Gesellschaft in diesem Koordinatensystem, über das wir heute auch schon und das ich heute kurz auch schon angesprochen habe, immer Geld mit Erfolg und etwas Gutem gleichstellen und aber nicht erkannt wird, dass ein wundervoller Mensch viel, viel mehr ist als das Konto, das dieser Mensch hat, sondern eben das, was diesen Charakter ausmacht. Und es leider so ist, dass Menschen aber trotzdem in eine Schiene kommen, wo sie einfach weniger Selbstbewusstsein haben, weil sie wenig Geld haben oder weil sie nicht gut mit Geld umgehen oder weil sie am Ende des Monats auf einmal ein Minus haben. Und wenig Selbstbewusstsein zu haben und weniger an sich zu glauben, ist für eine Volkswirtschaft oder Gesellschaft nie gut. Und eine Sache, das ist der Arbeiterkammer immer wichtig zu sagen, ist, dass sich natürlich Stress und ein nicht so guter Umgang mit Geld auch auf das Arbeitslesen auswirkt. Wir haben erst letztens eine Studie von der Arbeiterkammer bekommen, da musste ich ein bisschen schmunzeln, aber die sagt, dass 70% der Menschen während ihrer Arbeitszeit an Geldsorgen denken. Und 70% ist schon sehr viele. Also das hat mich sehr überrascht. Aber führt auch einfach zu ineffizient in der Arbeit. Klar, weil ich habe einfach Sorgen und ich denke an diese Sorgen und bin ich abgelenkt und da passieren einfach Sachen. Ich mag jetzt nicht sagen Unfälle, aber zumindest irgendwie, ja, ich bin abgelenkt. Und die Auswirkungen, die sind nicht zu unterschätzen. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich einfach nur ein bisschen mehr sparen kann, sondern es hat, wie gesagt, sehr viele Dimensionen. Genau. Ich muss noch kurz schauen, wo meine Maus, da ist meine Maus. So. Und deswegen ist unsere Vision, die haben uns vor 10 Jahren schon gesetzt, die haben jetzt im letzten Jahr ein bisschen angepasst, dass wir es so vielen Menschen wie möglich ermöglichen wollen, frei und selbstbestimmt durchs Leben zu gehen, ganz ohne Geldsorgen. Und das geht sehr, sehr gut mit Finanzkompetenz, nämlich dem guten Umgang mit Geld. Und wir werden uns heute, wie schon eingangs erwähnt, damit beschäftigen, wie wir das mit Kindern und Jugendlichen adressieren können. Wollen wir eine kurze Pause machen von 5 Minuten? Jetzt sind wir schon das erste Drittel sozusagen ist durch. Passt das? Für mich schon, ja. Super. Für mich auch. Ja, dann danke. Treffen wir uns um 18.35 Uhr wieder hier. Mhm. Ja, okay. Bis gleich. Sehr. Ah ja. Entschuldige, Yvonne, hätte ich auch erinnern können. Verdammt. Soll ich nochmal anfangen? Nein, Spaß. Nein, kein Problem. Meine Schuld. Tut mir leid. Also die eigene Finanzperson
Und ja, so wie es Persönlichkeiten, Charaktereigenschaften auf vielen anderen Ebenen gibt, so gibt es die auch bei der Finanzpersönlichkeit. Kennt ihr sicher, wenn ihr so an eure engsten 5 bis 10 Menschen denkt, die sind in Sachen Geld sicherlich nicht alle gleich. Es gibt ein paar, die schauen sehr genau aufs Geld, die schauen sehr genau auf jeden Cent. Dann gibt es andere, die sind eher laissez-faire, die kümmert es gar nicht so sehr. Habe ich viel, habe ich wenig, wichtig ist, es geht sich aus und das war's. Und andere sind halt sehr planerisch, andere wiederum nicht. Und das spiegelt sich einfach ja, in diesen Persönlichkeiten wieder. Und man muss einfach nur wahrnehmen und annehmen, dass es hier ganz, ganz viele verschiedene Finanzpersönlichkeiten gibt. Und dass sicher auch wir 5 sehr, sehr unterschiedlich, aber auch irgendwo sicher auch gleich sind, wenn es so um finanzielle Entscheidungen geht. Und was ich auch noch, falls es euch interessiert, vielleicht kurzes Feedback dazu, dann ergänze ich das mal. Wir haben einen 10 oder 15 Fragen-Test gemacht, der dann so 4 Finanzpersönlichkeiten einteilt. Interessiert euch das für eure Arbeit oder ist das schon zu viel? Das sind ganz simple Fragen, die tut man beantworten und dann kommt dann so eine erste Einschätzung der Finanzpersönlichkeit raus. Ist das was Spannendes für euch oder nicht so? Doch, für mich schon. Okay. Ja, ich auch, ja. Super. Wir können es machen. Sehr gerne. Vielleicht machen wir das, also wenn es sich ausgeht heute noch, stelle ich euch die Fragen und kann euch die Auswertungen später schicken. Oder ich mache das einfach im Nachgang. Immer auch spannend, wie man sich selber einschätzen würde und dann, was der Test so ergibt. Das ist bei Kindern und Jugendlichen auch ähnlich. Und hier der dritte Kreis, und das ist das, was ich heute schon angesprochen habe, also bei den Problemen, aber jetzt auch im Geldverhalten, sind die psychologischen Mechanismen in Bezug auf Geld. Und die gibt es sehr, sehr viele. Und weil wir uns über diese Hürden später gleich unterhalten werden, gehe ich da jetzt nicht zu sehr darauf ein. Ein riesengroßer Teil von einem guten Umgang mit Geld ist sehr viel über sich selber, unsere eigenen Entscheidungen nachdenken, Selbstreflexion. Würde man jetzt im Kinder- und Jugendkontext so jetzt natürlich nicht benennen, aber einfach nur, was es bei einem auslöst, welche persönlichen Entscheidungen ich da selber treffe. Und ich habe gleich 3 Fragen mitgebracht, die man sich stellen kann, einfach jetzt nicht im Kinder- und Jugendkontext, aber gerade sich selber, vielleicht abgewandelt dann auch für Jugendliche. Aber sich einfach mal zu fragen, hey, wie habe ich denn eigentlich meinen persönlichen Umgang mit Geld gelernt? Waren das meine Eltern? Waren das persönliche Erfahrungen? Falls es persönliche Erfahrungen waren, waren das schöne Erfahrungen oder waren das nicht so schöne Erfahrungen? Also was hat mich da eigentlich geprägt? Die zweite Ebene ist, welche Glaubenssätze, andere sagen auch Wertekonstrukte oder Wertemuster dazu, habe ich denn eigentlich in Bezug auf Geld? Und da vielleicht so ein bisschen reinspüren oder fühlen, bewerte ich andere Leute aufgrund ihres irgendwie Aussehens, wie viele Marken sie haben, was sie sich leisten können, ist mir Geld irgendwie wichtig und wenn es mir wichtig ist, warum ist mir das wichtig? Also was habe ich so über die letzten Jahre eigentlich verinnerlicht, was Geld angeht? Und das dritte, noch sehr spannende ist, so welchen Grundsätzen folge ich eigentlich, wenn es ums Thema Geld geht? Und mit Grundsatz heißt zum Beispiel, ich gebe nie mehr aus, als ich habe. Oder die ersten 50 Euro, die ich im Monat bekomme, die lege ich mir immer zur Seite. Oder ich überlege immer 2-mal, wenn ich mir etwas kaufe. Also welche Grundsätze habe ich so in finanziellen Angelegenheiten? Oder ich will irgendwie unabhängig von meinem Mann oder meiner Frau sein im Alter und ich will mir selber was aufbauen. Also irgendwie gibt es zu jedem, vielen Sachen im Leben auch Grundsätze und die gibt es genauso beim Thema Geld. Was mich sehr interessiert auch in der Runde, ist vor allem die zweite Frage, welche Glaubenssätze und Einstellungen ihr zum Thema Geld eigentlich so verinnerlicht habt. Warum ich das frage, ist, weil ich einfach die Geld macht glücklich Debatte gleich am Anfang sehr spannend fand. Mag mir irgendwie auf die Frage antworten, welche Glaubenssätze und Einstellungen ich so zum Thema Geld verinnerlicht habe. Nein. Okay. Machen wir weiter. Sorry. Alles gut. Nein, alles gut. Aber eine Sache würde ich sagen, habt ihr den Umgang mit Geld eher von Bezugspersonen, also Eltern, Familie gelernt oder eher aus dem eigenen Leben? Aus dem eigenen Leben. Ja. Familie. Ist es doch, das Leben ist eine harte Schule, nicht?
Genau. Allerdings. Ich würde aber auch schon sagen, schon auch so von doch von den Eltern ein bisschen, ja, übernommen. Man fängt ja generell als Kind und Jugendlicher, das sind die ersten Vorbilder, das sind die ersten Menschen, an denen ich mich orientiere. Und damit nimmt man ganz, ganz viel mit. Also es gibt eine US-amerikanische Studie, wo man sich genau das, die Soziologie hinter Geld angeschaut hat und auch gemerkt hat, wenn ich sozialisiert bin, viel zu sparen oder aus meinem Geld mehr zu machen, dann neigen die Kinder und die Generationen danach einfach auch dazu, das zu tun. Es ist quasi vererbt. Bildung wird immer vererbt und Kompetenzen werden auch immer vererbt. Also das ist ein Riesenfaktor, den man da nicht unterschätzen darf. Aber das, was wir in der Jugendarbeit sind oder in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, geht es da eher um die Fertigkeitsvermittlung selber. Ich schaue nur kurz, warum ich diese Slides da so oft drinnen habe. Ah ja. Weil jetzt nämlich diese psychologischen Hürden und Mechanismen in Bezug auf Geld kommen, das fand ich damals so spannend, weil ich das nie verknüpft habe. Ich habe Geld und Finanzkompetenz und Entscheidungskompetenz eigentlich nie mit psychologischen Mechanismen verknüpft, bis ich dann drauf gekommen bin, dass da ein ganzes System dahinter steckt, dass es mir als Mensch einfach nicht leicht macht, gut mit Geld umzugehen und dass da eine komplett neue Welt eigentlich da ist, die vielen Menschen nicht bewusst ist. Und beim Umgang mit Geld, da gibt es 6 sehr große und sehr tief verankerte verhaltensökonomische Hürden, die wir jetzt kurz und knackig durchgehen werden, um zu verstehen, warum uns das so schwerfällt, gut mit Geld umzugehen. Und allein das Bewusstsein über diese 6 Hürden löst schon aus, dass ich tendenziell ein bisschen besser mit meinem Geld umgehe, weil ich nämlich verstehe, wie ich selber als Mensch eigentlich funktioniere und wie ich meine Entscheidungen treffe. Das kann man dann meistens auch selber bei sich selber beobachten. Und bei Jugendlichen, gerade wenn man mehrere Übungen hat und dann über einen gewissen Zeitraum, zum Beispiel 2 oder 3 Wochen analysieren kann, dann merken die sich gerade solche Hürden oder was man gegen diese manipulativen Mechanismen eigentlich machen kann, viel besser als zum Beispiel Daumenregeln oder wenn man ihnen erklärt, ja, Finanzkompetenz oder gut mit Geld umzugehen heißt das und jenes. Das ist, weil es einfach sehr alltagsorientiert ist, was wir jetzt gerade durchmachen werden. Und die erste, das ist die sofortige Bedürfnisbefriedigung. Was glaubt ihr, was ist das? Kennen wir alle hundertprozentig? Hunger. Lebensmittel. Richtig. Super Ding, Yvonne. Warst du schon mal hungrig einkaufen? Sollte man nicht. ganz schlechte Idee. Das haben wir auch letztens gedacht und wie gesagt, ich beschäftige mich sehr lange mit diesem Thema. Da war ich unten beim Spar einkaufen, hatte wahnsinnigen Hunger und ich bin mit so einem Warenkorb da rausgelaufen, weil mich einfach alles angelacht hat. Absolut. Ja, was könnte noch sofortige Bedürfnisbefriedigung sein? Also das Ding ist, Yvonne, es ist jetzt nicht direkt sofortige Bedürfnisbefriedigung, es ist eher die Empathielücke. Nein, macht nichts, aber es ist sehr ähnlich. Kommt sehr gut hin. Also im Endeffekt, vielleicht, oder mag noch etwas sagen, sonst erkläre ich es gleich. Gut, sofortige Bedürfnisbefriedigung, das kennt auch jeder. Das hat unser Hirn schüttet leider unter Anführungsstrichen sehr, sehr viele Glückshormone aus, wenn wir uns etwas kaufen. Und da gibt's zum Beispiel das Beispiel, ich hatte halt einen wahnsinnig stressigen Tag und habe irgendwie Emotionen erlebt, die nicht so gut waren. Und um mir diese Glücksgefühle irgendwo anders zu holen, tue ich meine Bedürfnisse sofort befriedigen, ohne darüber nachzudenken, weil ich mir dieses Glücksgefühl, diese Energie quasi erkaufen kann. Das Blöde ist nur, dass die sehr, sehr kurzfristig ist und nicht lange hält, weil quasi Konsum und schneller Konsum gerade zu viel Glück führen kann. Da sieht man dann meistens so ganz viel Einkaufsrausch und viele Taschen und Sackerl, wo halt Sachen drinnen eingekauft sind. Aber in Wirklichkeit, jetzt habe ich fast den Tisch umgehauen, in Wirklichkeit hat es nur mit schneller Befriedigung unter Anführungsstrichen zu tun. Sagen euch generell eine von diesen Hürden etwas oder sind alle neu für euch?
Oder von ein paar habt ihr sicher schon gehört. Ja. Oder ist das alles relativ neu? Nur kurz als Feedback, weil sonst würde ich vielleicht. Nicht... Ja? So neu ist es nicht. Ah ja, sehr gut. Nein, ich kenne auch einige. Ja, super. Die Begriffe sind bekannt. Was jetzt tatsächlich dahinter steckt, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das Richtige denke. Ja? Okay, dann gehe ich vielleicht diese Teilversion durch. Wenn sie ja schon bekannt sind, dann schaue ich nur ganz kurz, ob ich die noch schnell aufmachen kann. So, ja, das geht. Genau. Also fangen wir bei der ersten an. Das ist im Endeffekt, ist die sofortige Bedürfnisbefriedigung, wo wir schon angegangen sind, eine sofortige Belohnung, um ja gewisse, ja, Glücksgefühle oder Gefühle zu holen. Und gerade bei Jugendlichen, die machen ganz, ganz viele Sachen aus Langeweile heraus, aus Sensationsgefühl heraus. Warum? Weil sie sehr, sehr abgestumpft sind. Ich weiß nicht, ob euch diese Umfragen auch schon untergekommen sind, aber dadurch, dass ja über soziale Medien, über generell viele Medien da draußen oder Berichterstattung, ist dieses Level an Abgestumpftheit, was Sensationen angeht, was neue Innovationen angeht, was das eigene, was eigene Emotionen angeht, irrsinnig stark vorhanden. Und das holt man sich dann woanders. Das holten sich zum Beispiel junge Männer im Glücksspiel oder in der Sportwetten. Das holt man sich im Einkaufen. Das holt man sich generell im digitalen Raum, um das quasi abzufedern. Und was ich hier auch noch mitgenommen habe, das kriegt ihr dann auch mit den Folien dazu, ist, was tut man denn eigentlich gegen diesen Mechanismus im Kopf? Und das kann bei der Empathielücke, also hungrig einzukaufen, beispielsweise sein, sich einfach eine Einkaufsliste zu schreiben. Und beim Frustshopping sind es hier unten ein paar Tipps und Tricks, die wir aufgezählt haben, dass man quasi immer unterscheidet zwischen Brauchen und Wollen. Das ist eine der Reflexionsfragen, die am wirkungsvollsten ist, dass ich mich einfach vor jedem Kauf, den ich tätige, frage. Das ist eine ganz simple, kurze Frage. Brauche ich das oder will ich das? Um für mich festzustellen, ich kaufe mir viel, viel mehr Sachen, die ich will, aber eigentlich gar nicht brauche. Und das Hirn realisiert dann schon, aha, Goran, du Trottel unter Anführungsstrichen, ich habe jetzt gemerkt, dass du dir viel mehr Dinge gekauft hast, die du wolltest, als du eigentlich brauchst. Willst du das denn? Und was auch aufgefallen ist, ist gerade in der digitalen Welt oder wo alles mit Karte oder mit Handy bezahlt wird, habt ihr vom Verlustschmerz schon gehört? Sagt euch da was? Nicht Verlustschmerz im persönlichen oder menschlichen Sinne, sondern eher als Schmerzreflex im Hirn. Das habe ich auch nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich bewiesen, dass wenn ich mein Geldbörsel hernehme und meine Banknoten da rausblättern muss, um etwas zu bezahlen oder meine Münzen hinlege, dann löst im Hirn ein Verlustschmerz aus. Weil ja mein hart verdientes Geld, das sich manifestiert in diesem Scheinchen, vor dem ich ja gearbeitet habe, da irgendwo anders hingeht. Und das Blöde ist, bei digitalen Zahlungen gibt es diesen Verlustschmerz eigentlich gar nicht, weil ich nicht realisiere oder mein Hirn nicht realisiert, dass mein Geld aus diesem Konto jetzt darüber fließt, weil einfach diese mechanische, greifbare Handlung nicht da ist. Auch super spannend. Und wenn Menschen wissen, sie geben tendenziell mehr aus, weil ihnen fad ist, weil sie online shoppen oder was auch immer, dann ist die erste Empfehlung immer, hey, schaut, dass ihr trotzdem mehr Bargeld zahlt als mit Karte. Und andere Dinge, die sind euch sicher auch schon untergekommen, wie in der Nacht drüber schlafen, egal, ob es ein Streit mit dem Partner der Partnerin war oder eine große Entscheidung, auch bei Geld, hilft das eigentlich ganz, ganz viel. Ich glaube, ich mache mal weiter und sonst, wenn ihr Fragen habt, sagt es einfach Bescheid, gell? Machen wir mal mit dem nächsten weiter. Ich schaue, ob die jetzt kommen, so wie sie geplant sind. Genau. Bei der kognitiven Überlastung, ich bringe euch ein Beispiel. Die kognitive Überlastung ist, nehmt euch, gehen wir es mal so durch. Wir sind gerade im Internet und sind auf einer Webseite. Und auf dieser Webseite, die ist voll geladen mit hunderttausenden Informationen. Da gibt es viele Produkte. Diese Produkte haben alle Produktbeschreibungen. Links und rechts fliegen dann irgendwelche Fenster hinein, die mir auch irgendwas erklären.
und ich bin komplett überfordert und weiß eigentlich gerade gar nicht, wo ich eigentlich anfangen oder enden soll zu lesen, weil ständig neue Sachen kommen. Und auf einmal, durch das Scrollen mit der Maus und ich schaue mir die Seite an, kommt da in einer ganz anderen Farbe und meistens animiert ein Kästchen, wo etwas ganz Bestimmtes draufsteht, und das ist ganz oft kauf mich oder hier kostenlos oder Informationen. Und das ist nicht nur attraktiv von dem, wie es grafisch dargestellt wird, es ist für mein Hirn auch attraktiv, weil das Hirn sich ganz, ganz oft den Weg des oder den einfachsten Weg sucht oder den Weg des geringsten Widerstands sucht. Und wenn es mit vielen, vielen Informationen konfrontiert ist, dann neigt es dazu, sich selber das Leben einfach zu machen und nimmt dann das Erste, was zu einer Lösung führen könnte. Und das ist ganz oft zum Beispiel also im Internet jetzt dieser Kaufen-Button. Oder wenn wir viele Verträge haben oder auch bestes Beispiel Kleingedrucktes. Ich bin bei einer Versicherung und ich kriege eine Versicherungspolize. Die hat in der Regel nicht 5 Seiten, die hat in der Regel 30 Seiten. Und wenn man hier einfach überfordert ist und das alles nicht verarbeiten will, nicht aus Faulheit, sondern aus Überlastung, springe ich relativ schnell zur letzten Seite, wo nicht viel draufsteht, meistens nur ein Unterschriftsfeld. Da steht auch bewusst nicht so viel oben. Und ich neige dazu, das möglichst schnell zu unterschreiben. Einfach nur, weil mein Hirn immer den Weg sucht, sich selber die Arbeit rauszunehmen. Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen treffen wir Entscheidungen schneller und unreflektierter, weil dieses Hirn ganz oft in diesen Mechanismus zurückkommt. Das kann, wie gesagt, viel Angebot sein, das kann Kleingedrucktes sein, das kann aber vor allem viel, viel, viel Information sein, die mein Hirn verarbeiten muss, aber irgendwie gerade nicht verarbeiten will. Ausgenommen sind Menschen, die gerne lesen und die rechtlich jetzt zum Beispiel interessiert. Es gibt Menschen, die lieben das, diese 30, 40 Seiten Vertrag durchzulesen. Die sind hier nicht mit gemeint. Es geht echt um die Überlastung der eigenen Denke, unter Anführungsstrichen, die dazu führt, dass ich dann einfach Entscheidungen treffe, die ich vielleicht gar nicht so treffen wollte. Was man dagegen tun kann, ist, sich Prioritäten, ähnlich wie auf der letzten Seite, sich einfach Prioritäten zu setzen und denen auch zu folgen, zum Beispiel zu sagen, unterschreibe nie Verträge, wenn ich nicht irgendwie mit einer zweiten Person durchgegangen bin, mir angeschaut habe, was ist wichtig zu berücksichtigen, was nicht. Ich treffe Entscheidungen nie unter Stress, ich schlafe immer eine Nacht drüber. Vielleicht auch darauf zu fokussieren, dass man, wenn man einfach das Gefühl von Überforderung hat, einfach mal abschaltet und entspannt und sich selber Grenzen setzt. Das sind klassische Mechanismen, wie man diesem Überfluss an Informationen ein bisschen entgegenwirken kann. Macht das Sinn? Genau. Ja, genau. Zu viel im Kopf haben. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Die Empathielücke. Das ist das, was Yvonne angesprochen hat. Das ist ein Gefühlszustand, den ich gerade habe, der sich komplett auf meine Entscheidung auswirkt. Und da ist hungrig einkaufen das beste Beispiel. Wenn ich hungrig einkaufe, ist mein Hirn einfach komplett auf Lebensmittel und Essen aus und alle Lebensmittel, egal ob süß oder sauer oder salzig, wie auch immer, lachen mich irrsinnig an, weil ich in einer Gefühlslage bin, und vor allem Hunger ist nochmal schlimmer. Das ist noch evolutionsbedingt. Hunger heißt, geh, hol dir was zu essen, geh sammeln, geh jagen, was auch immer. Und dann kommt der Mensch automatisch in einen ganz anderen Modus. Und dieser Modus, der wird oft auch missbraucht. Das kennt ihr auch sicher, gerade im ländlichen Gebiet, da gibt es, oder manipulativ eingesetzt, ich mag jetzt nicht missbraucht sagen, manipulativ eingesetzt. Ihr kennt auch sicher diese so Einkaufsstätten, wo ein Supermarkt dort ist, wo aber auch daneben irgendwie ein Schuhgeschäft oder Quantgeschäft ist, also quasi, wo mehrere so Geschäfteln aneinander vor einem Parkplatz sind. Und ganz oft findet ihr vor dem Supermarkt zum Beispiel entweder einen Kebabstandl oder einen Händelstand oder irgendeinen Bäcker. Und viele, viele Supermarktketten, die holen sich diese Stände und bezahlen dem Standinhaber oder der Inhaberin die Differenz zu ihrem Gewinn oder zu Profit. Das heißt, die machen sie nicht so viel Geschäft, dass sie sich selber erhalten könnten, aber die Differenz, die zahlt ihnen die Supermarktkette. Was glaubt ihr, warum? Oder warum die überhaupt dort stehen? Obwohl es nicht lukrativ ist. Oder warum eine Supermarktkette das unterstützen würde, dass da jetzt ein Händelstand vor ihrem Geschäft steht.
Zusatzeinkäufe? Passt. Auch, also die verdienen mit, weil die, wenn ich einmal im Geldausgabemodus bin, das kennst du sicher, dann denkst du dir, ich habe jetzt schon so viel Geld schon ausgegeben, das nehme ich jetzt auch noch mit. Aber die machen das, damit dann Hunger geweckt wird. Wenn ich zum Beispiel dieses Brathändl rieche oder dieses beim Bäcker das vorbeigehe, dann wird ein Hunger geweckt und ich gebe automatisch in diesem Supermarkt, in den ich dann gehe, ein bisschen mehr aus, tendenziell 20-30%. Das ist bewusst auch von einigen eingesetzt. Da gab es den VKI in Österreich, der hat da vor ein paar Jahren bereits Prozesse in die Wege geführt. Der VKI ist der Verein für Konsumenteninformation. Die setzen sich sehr für Verbraucher und Verbraucherinnen ein, um da ja, so Mechanismen in den Riegel vorzuschieben. Die haben das sehr oft gemacht. Oder was sie auch sehr gerne machen beim Supermarkt, ist ganz am Anfang sehr viele bunte und frische Produkte zu platzieren. Also man geht sehr oft am Anfang durch die Obst- und Gemüseabteilung und die weckt, weil sie so viel so bunt ist und so frisch ist, auch ein Gefühl, nämlich dass ich in einen Erneuerungsmodus komme und mir denke, ich muss ganz viel frisch und neu und erneuern. Und das bringt mich auch eher zu mehr Einkäufen. Und da hilft ganz easy, hatten wir heute auch, einfach eine Einkaufsliste schreiben. Das ist das Leichteste. Und hier noch ein paar zusätzliche. Ich weiß jetzt nicht, warum die Einkaufsliste nicht oben steht. Die muss ich dann noch ergänzen. Aber eine sehr spannende Sache. Und generell IKEA, im IKEA, das nenne ich auch sehr oft das Beispiel. Das hat jetzt nichts mit der Empathielücke zu tun, aber ich finde es einfach eine nette Anekdote. Das ist ja an sich, wenn man es von oben betrachtet, aus der Vogelperspektive, ist es aufgebaut wie ein Labyrinth. Und es ist bewusst deswegen so aufgebaut, du kannst doch beim IKEA ganz, ganz wenig aus diesem vorgefertigten Pfad quasi entkommen, weil die wollen, dass du einen gewissen Weg abgehst in diesem Geschäft. Das heißt, dass du eine gewisse Zeit drinnen bleibst und dass du mit großen Sachen, wie zum Beispiel großen Schränken, Küche, Bad, anfängst und je näher du zur Kasse kommst, desto kleiner werden die Produkte. Und kurz vor der Kasse kennst du sicher diese Mitnahmeprodukte. Nimm 3, zahl 2 und dann so kleine, nette Plüschtierchen und solche Sachen. Das ist rein wirtschaftspsychologisch. Wenn ich mit großen Investitionen angefangen habe, dann fallen mir kleinere Investitionen in der gleichen Folge leichter, weil ich eben, wie ich vorhin erwähnt habe, ich habe schon Geld ausgegeben, ich habe viel Geld ausgegeben. Jetzt machen diese paar Cent oder Euro, die ich da jetzt zusätzlich ausgebe, auch keinen Unterschied mehr. Deswegen nimmt man sich die eher in den Warenkorb rein. Das sind auch Mechanismen, da haben sich clevere Menschen hingesetzt und sich überlegt, wie können wir das von der Architektur so aufbauen, dass man möglichst viel über einen gewissen Zeit, also dass man viele Leute drinnen behält und dass die möglichst viel kaufen auch. Ja, da ist sehr, sehr viel Manipulation in Wirklichkeit auch dahinter. Das muss man sich auch ein bisschen bewusst sein. Gut. Fragensempathielücke oder ist das irgendwie auch schon gut behandelt? Gewohnheiten. Habe ich mich selber dabei ertappt. Der Mensch hat überall Gewohnheiten. Ob das jetzt in der Früh ist, Zähneputzen, Morgenkaffee, Morgensport, gewisse Rituale, die man sich immer so hat. Und die gleichen Gewohnheiten, die hat man auch beim Thema Geld. Das kam, bei mir war das sehr lange, dass obwohl ich zu Hause eine Kaffeemaschine habe, im Büro eine Kaffeemaschine und überall, wo ich einen Termin habe, Kaffee bekommen könnte, ich eine Zeit lang fast jeden Tag mir irgendwo einen Kaffee zum Mitnehmen genommen habe. Und das kann gut sein, wenn du dir denkst, ich habe jetzt richtig Lust darauf und ich mache das einmal im Monat oder zweimal im Monat, wann auch immer. Aber es ist irgendwann zu einem Mechanismus geworden, dass du auf einmal ein Lieblingscafé hast und das liegt am Weg und du nimmst es irgendwie immer mit oder dass du jeden Tag zum Bäcker gehst und irgendwas mitnimmst. Das kann zu einer Gewohnheit werden. Und sobald es sich etwas als Gewohnheit etabliert, ist es schwierig zu realisieren, dass es eine Gewohnheit ist und erst noch schwieriger, das abzustellen. Und so also Gewohnheiten, das kann eben dieser Coffee-to-go sein, das kann zum Bäcker gehen sein, das können aber auch Gewohnheiten sein, wie eben immer mit Karte zu zahlen oder immer andere einzuladen oder quasi selten Mittagessen mitzunehmen in die Arbeit, sondern immer wieder mit Kolleginnen und Kollegen rauszugehen. Da gibt es ganz, ganz viele so Mechanismen, die gerade auch Jugendliche, die so unter Gruppendruck kommen oder die in der Gruppendynamik sehr viel unterwegs sind, so ab 16, etablieren sich auch gemeinschaftliche Gewohnheiten.
die gegenseitiges Einladen oder irgendwie gemeinsam essen oder fortgehen sein, da ist total viel dabei. Und es geht nicht darum, ein knauseriges Leben oder ein sparsames Leben zu führen. Es geht nur darum, für sich zu realisieren, habe ich Gewohnheiten? Wenn ja, in welchen Feldern sind die und treffen die irgendwie meine Finanzen oder meine finanziellen Entscheidungen? Und dann die Frage, will ich die Gewohnheiten überhaupt haben oder will ich sie lieber abstellen? Und wenn ich sie abstellen will, wie kann ich daran arbeiten? Bei mir war das auch, ich meine jetzt nicht, also Kaffee sowieso, aber generell das Ausgehen, Rauchen ist auch jetzt nicht nur eine gesundheitliche Gewohnheit, sondern auch eine finanzielle Gewohnheit. Da hilft es auch, diese Summen, die man sich quasi einsparen könnte, immer zu veranschaulichen. Also es gibt, wenn man mal reindenkt, ganz, ganz viele. Und leider führt das auch oft zu einem Suchtverhalten. Gewohnheiten können zum Beispiel auch beim Glücksspiel entstehen, dass ich mir denke, ich kaufe mir jetzt mal das Kuppellos oder das Brieflos oder ich spiele jetzt mal Lotto, dann habe ich mal 10 Euro gewonnen. Dann denke ich mir, da spiele ich halt jede Woche mal Lotto. Und das wird dann immer mal zur Gewohnheit. Und es gibt auch viele ältere Menschen, die wir auch in Betreuungsprogrammen zum Beispiel drinnen haben, die dann sagen, na bitte nehmt mal dann das Bingo-Spielen oder das Lotto-Spielen nicht auch noch weg. Bis wir dann draufkommen, die haben es einfach ihr Leben lang gemacht, ja, und dann fehlt ihnen am Sonntag etwas, dass sie schauen können, dass sie ausfüllen können. Und deswegen sage ich, es gibt nicht immer richtig oder falsch. Es kann auch wirklich gut sein für diese eine Person, dass sie das dann macht. Man muss nur hinterfragen, warum sie das dann macht und ob sie es, wie gesagt, abstellen will oder nicht. Genau. Was auch Gewohnheiten sind, zum Beispiel, wenn man neue Verträge eingeht, diese SEPA-Lastschriften, die automatisch diesen Abbucher machen. Da unterschreibt man das relativ schnell, das wird immer mitgeschickt, ist aber auch meistens diese Gewohnheit, kognitive Belastung vermischt mit Gewohnheit, ist aber nicht immer gut, weil ich den Überblick verliere, weil mir das Geld halt sofort automatisch abgebucht wird. Das ist ein Unterschied, als wenn ich monatlich eine Rechnung nach Hause geschickt bekomme und dann sehe, aha, es trudeln hier so und so viele Rechnungen rein, könnte auch eine Gewohnheit sein. Genau. Dann machen wir mit der 5. weiter. Das ist die Selbstüberschätzung. Ist eigentlich meine liebste Hürde oder verhaltensökonomische Manipulation, je nachdem, wie man es versteht. Warum? Weil sie eigentlich sagt, dass Menschen grundsätzlich sehr positiv durchs Leben gehen. Warum? Weil sie jetzt nicht davon ausgehen, dass ihnen etwas Schlechtes oder Schlimmes, Unvorhergesehenes passieren wird. Ist an sich eine super Einstellung, sollte man auch beibehalten. Man darf nur nicht ausblenden, dass leider, leider, leider das Leben so spielt, wie das Leben so spielt und nicht immer gute Sachen passieren. Ich kann meinen Job verlieren, ich kann krank werden, die Waschmaschine kann kaputt gehen, das Auto kann morgen nicht anspringen und. Also ich mag jetzt nicht Lebenssituationen aufzählen. Ich glaube, wir wissen alle, worum wir reden. Und da ist es nur wichtig, dass man auch das, was eventuell passieren könnte, jetzt nicht zu 100% vorbereitet ist, aber zumindest zu einem bisschen einen kleinen Teil. Und wenn man Finanzkompetenz als Fertigkeiten aufschlüsselt, dann ist eine mit dabei, die nennt sich auf Unerwartetes vorbereitet sein. Das ist der klassische Notgroschen und der klassische Regentagetopf, den man so hat. Notgroschen, der war in unseren Generationen oder Generationen davor, ein, zwei Generationen, sehr, sehr, sehr präsent. Bei der jungen Generation und Kindern und Jugendlichen ist er eigentlich kaum vorhanden, weil man nicht mehr das Gefühl hat, dass es gut tut, sich auf etwas, also Sicherheit aufzubauen, sich etwas verlassen zu können und weil sie in einer sehr entwickelten und fast verwöhnten Welt aufgewachsen sind. Ja, die Nachkriegsgeneration kennt sie sicher, die hat eine andere Lebensrealität, die musste sich aufbauen, die musste sparen, die musste schauen, aha, wie komme ich denn zurecht, die konnte auch nicht solidarisch miteinander, die musste sich einfach auf gewisse Sachen konzentrieren. Das müssen ganz, ganz viele aus der jungen Generation eigentlich nicht. Und da genau eben positive Gewohnheiten aufzubauen und ich mag jetzt nicht sagen, überleg dir, was sind die 5 schlimmsten Dinge im Leben, die passieren können und versuch dich darauf vorzubereiten. Ja, es muss jetzt nicht ganz hart sein, aber zumindest einen Notgroschen aufgebaut zu haben und nicht gleich das Auto zu kaufen und nicht gleich das neueste Handy zu haben, sondern einfach mal Geld zur Seite für Unerwartetes, ist immer gut. Was dagegen zu tun, gegen diese Selbstüberschätzung, ist meistens eben dieser Notgroschen, das ist das Wichtigste, und dieses Sicherheitspolster und Sicherheitsnetz zu haben. Aber vor allem auch, das hört sich jetzt super fad an, auch für Kinder und Jugendliche, sich ein Budget zu machen. Und aus unserer Erfahrung, wir haben dieses Jahr
ich glaube, über 4.000 oder 5.000 Schülerinnen und Schüler in unseren Workshops gehabt im ersten Halbjahr, was sehr, sehr viel ist. Wir haben es geschafft, das für Kinder auch und Jugendliche cool zu machen, dass sie mal ein Gefühl dafür bekommen, woher kommt mein Geld und wohin geht es eigentlich, und das ist nichts anderes als ein Budget. Und wenn ich mal weiß, aha, ich habe hier schon daran gedacht, dass ich in einem Jahr ein neues Fahrrad haben will, dann ist es nicht mehr unerwartet, dass mein altes Fahrrad kaputt geht, sondern ich kann mich darauf vorbereiten. Sie fragen dazu? Zur Selbstüberschätzung oder? Soweit klar. Alles klar. Super. Danke. Und der letzte und sehr, sehr wichtiger Punkt sind soziale Normen. Eigentlich der wichtigste im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen, weil die sich noch einmal mehr an Gruppen orientieren, als erwachsene Menschen das tun. Man sagt auch generell, je älter man wird, desto weniger orientiert man sich an der Gruppe. Hat auch mit der Evolution zu tun. Generell die sozialen Normen. Der Mensch wäre nie so weit gekommen, wenn er sich nicht in der Gruppe orientiert hätte und auch einen Vergleich gesucht hätte und gemeinsam gegangen wäre. Da gibt es auch ein cooles Beispiel, um das in einem anderen Kontext noch einmal besser zu verstehen. In Schweden hat man sich angeschaut, wie kann man Gesundheit im Alltag fördern. Ich mag jetzt nur die sozialen Normen kurz, wie sehr wir uns an der Gruppe orientieren, darstellen. Hat sich dann angeschaut, was ist denn die sportlichste Aktivität, die ein Mensch im Alltag macht, und ist draufgekommen, dass es Stufen, also Treppen hochgehen, Treppen steigen. Und dann haben sie sich angeschaut, aus der Verhaltenspsychologie folgen Menschen meistens anderen Gruppen und wie kann man das imitieren oder nachmachen. Und ihr kennt es ja vielleicht von so Waldspaziergängen, die Pfade im Wald. So, also quasi, wenn viele Menschen einen Weg angegangen sind, dann bildet sich ja so ein kleiner Weg da drinnen. Und da sieht man ab und zu auch so Fußstapfen. In Schweden haben sie quasi vom Schuhabdruck Abdrücke auf dem Boden gemacht, die nicht zur Rolltreppe führen, wo man sich hinstellt und hochgefahren wird, sondern die diese Stufen hochgehen. Und sie haben echt analysiert, dass viele Menschen, ich glaube, es waren zwischen 30% und 40%, eher die Treppe genommen haben, weil sie diesen Fußstapfen gefolgt sind. Es war nichts anderes, nur diese Fußstapfen am Boden, als die Rolltreppe zu nehmen. Einfach nur, weil sie diesem Pfad, der da vorgegeben war, gefolgt sind. Da merkt ihr, wie tief noch diese alten, evolutionsbedingten Mechanismen in uns drinnen sitzen und wie sehr wir uns an der Gruppe orientieren. Da gibt es ein zweites Beispiel, hat mit Lottogewinn, also mit ein bisschen mehr mit Geld zu tun. Da hat man sich angeschaut, Vergleichsgruppe. Ich habe eine Lottogewinnerin, die hat 1 Million Euro gewonnen. In der anderen Nachbarschaft hat keiner nichts gewonnen. Und in der Nachbarschaft, wo die Lottogewinnerin diese Million gewonnen hat, die hat sich dann das Haus verbessert, ein neues Auto gekauft. Da haben sich tendenziell die Nachbarinnen und Nachbarn auch neue Anschaffungen geleistet. Also auch Geld ausgegeben, weil es die Nachbarin gemacht hat. Und in der Vergleichsgruppe, wo das nicht passiert ist, ist das nicht passiert. Und noch witziger, wenn es zum Beispiel um die Klimafrage geht, wann man bereit ist, mehr aufs Rad zu gehen, weniger Auto zu fahren, wann man bereit ist, weniger zu fliegen oder vielleicht Müll zu trennen, dann kommt ganz, ganz oft als erster Grund, wann sie es machen, wenn es andere auch machen. Fertig. Also der Mensch ist super, super, super an anderen Menschen orientiert und das wird ganz, ganz viel, vor allem vom Kapitalismus oder vom Konsumsystem, missbraucht, weil man halt quasi mit Marken andeutet, du gehörst wo dazu. Wenn du das neueste Handy hast, gehörst du wo dazu. Wenn du jetzt Supreme oder die neuesten Marken trägst, gehörst du wo dazu. Ihr kennt es in der Schule, habt es hundertprozentig gesehen, ob es die weißen Schuhe, die weißen Sneakers sind oder ob es irgendwelche Quantmoden sind, da sieht man es am ehesten. Soziale Normen sind gerade bei Jugendlichen, gehen extrem durch die Decke und senken aber automatisch den individuellen oder intellektuellen Wert. Und da gibt es ganz oft diese Außenseiterinnen und Außenseiter, so werden sie halt dargestellt von Kolleginnen und Kollegen, also Mitschülerinnen, die halt vielleicht eben nicht dementsprechend, was gerade die Norm ist, und die werden dann aber ausgegrenzt. Und meistens finden die sich aber in ihrer eigenen Gruppe wieder, weil sie auch alle Gruppenmenschen sind. Und dann gibt es halt das Grüppchen, das anders ist als alle anderen, aber sie suchen sich trotzdem ihre Gruppe. Also die gibt es, egal in welchem Kontext, ist die da. Und die spiegelt sich natürlich auch ganz, ganz stark aufs Geldverhalten wieder. Und wenn es Menschen gibt in einer Klasse, denen halt zum Beispiel Prestigeelemente oder halt Geld
geldbezogene Werte wichtig sind, dann spiegelt sich das auch die ganze Klasse wieder. Und dann kann man das einfach auch zum Thema machen, was so Gruppendruck eigentlich auslöst. Und müssen wir alle diesen einen Schuh haben? Da haben wir auch eine spannende Übung dazu, die kommt dann auch später. Aber hier geht es echt sehr stark um die eigene Persönlichkeit, nochmal zu überlegen, was sind denn eigentlich meine Glaubenssätze, meine Werte, meine Prioritäten. Und Kinder und Jugendliche lassen sich total selten frotzeln, das wisst ihr auch. Wenn sie draufkommen, ich werde hier gerade von einem System missgeleitet oder die nutzen mich aus, das mögen sie gar nicht. Und hier zieht das Argument ganz, ganz stark, dass es da ein System gibt, das das ausnutzt, dass sie das cool finden und dass ein Nike-Schuh, für den sie 130 Euro zahlen, eigentlich 5 Euro kostet in der Produktion und der Rest, den zahlen sie eigentlich nur für diese Marke und diese Marke laden sie auf, damit du sie als Jugendlicher kaufst. Und das wollen sie einfach nicht. Also diese Prioritäten, diese eigenen Werte, diese eigenen Entscheidungsfindungen, das finden Kinder und Jugendliche eigentlich super, super spannend. Und diese 6 Hürden, die hindern uns, neben vielen anderen Faktoren, gut mit Geld umzugehen. Und die könnte man, also wenn man jetzt das mit Erwachsenen machen würde, könnte man das durchexerzieren und einfach schauen, okay, wie kann man das bewusster im Alltag oder als Persönlichkeit in der Entscheidungsfindung selber besser reflektieren und besser anpassen. Mit Kindern und Jugendlichen reicht es eigentlich, wenn man sich ein paar von diesen Elementen rausnimmt und das haben wir in unseren Aktivitäten dann eh beschrieben und die thematisiert. Aber jetzt Kinder und Jugendliche müssen jetzt nicht wissen, was Selbstüberschätzung ist oder was die Empathielücke darstellt, aber dass man hungrig mehr kauft, das wäre cool zu wissen für sie. Und das wollen sie ja eigentlich auch nicht. Ja. Aber ich habe euch mal das größere Bild gegeben und dann nimmt man sich meistens eh das raus, was man gerade am ehesten braucht. Genau, das ist schon das nächste Thema. Brauchst du eine Pause oder machen wir weiter? Was ich jetzt machen würde, ist kurz erklären, was Finanzkompetenz eigentlich ist. Und danach machen wir ein paar Übungen. Geht's noch oder lieber Pause? Es geht. Also bei mir geht's noch. Bei mir auch. Bei mir auch. Super. Und eine Sache, ich weiß jetzt nicht, wie komplex das alles gewirkt hat, was ich die Minuten davor erzählt habe oder eine Stunde davor. Aber eine Sache ist mir super wichtig, egal ob es bei euch jetzt ist oder wenn ihr das dann an eure Kinder und Jugendlichen bringt. Finanzkompetenz oder dieser gute Umgang mit Geld ist wirklich keine Raketenwissenschaft, egal wie komplex das wirkt und egal wie schwierig diese Probleme sind. Wir sind extremst davon überzeugt, dass jeder und jede gut mit Geld sein kann, wenn die Person das auch wirklich will. Und wenn man es jetzt runterbrechen, das ist eigentlich eine Einstellungssache. Und sobald ich irgendwie in der Klasse höre, ja, das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht und das ist nur was für reiche Menschen und ich will das eigentlich alles gar nicht, dann arbeite ich sehr, sehr viel an dem Verständnis darüber, dass man Motivation aufbauen kann und sehr wohl sehr vieles schaffen kann, wenn man an sich selber glaubt und wenn man auch daran glaubt, dass es echt nicht schwierig ist. Und wenn man Finanzkompetenz definieren müsste, dann wäre das die Definition, nämlich eine Kombination aus diesen 5 Sachen, nämlich Bewusstsein, Wissen, Fähigkeiten, Einstellungen und Verhalten. Mache ich jetzt nicht mit euch im Detail durchgehen, weil ich glaube, Definition und Theorie habt ihr eh schon genug im Alltag. Viel, viel cooler und wichtiger ist, was wir eigentlich mit Finanzkompetenz meinen. Und das sind diese 6 Kompetenzen oder Fertigkeiten, die man so eigentlich für ein gutes Geldleben braucht. Und mehr als das ist es nicht. Wenn man jetzt von links nach rechts geht es quasi durch die Lebensphasen durch. Also es geht sowohl von früh, also erstes Taschengeld, erste finanzielle Entscheidungen bis hin zum Leben im Alter, also in der Pension und für diese Pension und Leben im Alter vorzusorgen. Und diese 6 Fertigkeiten sind an sich alle nicht so schwierig. Das eigene Budget im Griff zu haben, reflektiert einzukaufen, also reflektiert bewusst zu konsumieren, externe Einflüsse, egal ob das Werbung ist, ob das Freundinnen und Freunde sind, ob das Influencer sind, zu erkennen, das reicht eigentlich schon. Unerwartetes vorbereitet zu sein. Ganz, ganz viele Menschen, die zum Beispiel in der Überschuldung landen, die sind dann auch in der Überschuldung, weil sie zum Beispiel echt die Stromrechnung vergessen haben, die Therme kaputt gegangen ist, die sie selber nachwarten müssen, sich Geld ausborgen müssen. Also unerwartete Sachen passieren immer, haben wir ja schon bei der Selbstüberschätzung gehört. Die 5. Fähigkeit ist, sich einfach finanzielle Ziele zu setzen. Wir setzen uns überall Ziele. In der Schule setzen wir uns Ziele, wir wollen die Noten haben, wir wollen die Leistung bringen. Beim Sport setzen wir uns Ziele, ich mag schneller werden, besser werden, stärker werden, was auch immer. Überall setzen wir uns Ziele und bei einer Sache machen es die wenigsten, nämlich bei
Geldthemen, dass man sich da Ziele setzt, dass man sagt, ich habe kleine, ich habe mittlere, ich habe große Ziele und ich mag an diesen arbeiten. Und ein Mensch braucht aber irgendwo ein Verständnis über diese Ziele und eine Vorstellung, wohin es gehen könnte. Weil wenn ich nicht weiß, wohin es geht, dann kann ich da auch nicht hinlaufen, sondern ich drehe mich die ganze Zeit im Kreis oder ich mag jetzt nicht sagen, wir müssen alle Ziele haben und an diesen Zielen hartes Core arbeiten. Nein, aber es ist immer gut zu wissen, wohin ich will und wie ich dorthin komme. Und da muss man sich auch finanzielle Ziele setzen, sonst geht es nicht. Und das ist insbesondere für die junge Generation wichtig. Wir werden alle älter, wir brauchen alle mehr Pflege. Unser Pensionssystem ist jetzt schon das teuerste der Welt, unter Anführungsstrichen. Es ist wirklich sehr teuer und es ist unleistbar, weil wir unser Pensionssystem leider auf einem Umlageverfahren aufgebaut ist und sich unsere Gesellschaft, die immer älter wird, drehen wird, dass es viel, viel mehr Pensionierte gibt als erwerbstätige Menschen und die werden nie so viel verdienen können, um diese Pensionen zu zahlen. Das heißt, man muss eigentlich als junger Mensch jetzt schon davon ausgehen, dass meine Pension in 40 Jahren, in 30 Jahren, wann auch immer man in Pension geht, dann höchstwahrscheinlich nicht ausreichen wird, um einen Lebensstandard zu erhalten, den ich bis dahin aufgebaut habe. Weil auch Lebenserwartung viel, viel länger, also ihr müsst euch denken, das Pensionssystem, das wurde vor 4, 5 Jahrzehnten zum allerersten Mal so begründet und seitdem läuft das und wurde auch nicht angegriffen. Man versucht auch immer, Pensionen zu reformieren, tut sich aber sehr, sehr wenig. Und deswegen ist es insbesondere, und das ist auch die Krux an der Sache, als junger Mensch, sich schon jetzt ein bisschen ins Alter hineinzuversetzen. Um sich einfach mal zu überlegen, okay, der Goran, der ist jetzt 75 Jahre alt, wie schaut er aus? Wo ist er? Ist er alleine? Bin ich in einem Haus? Bin ich am See? Bin ich, bin ich in Pflege? Und je greifbarer ich das habe und je eher ich vielleicht sogar mit finanziellen Zielen daran arbeiten kann, desto besser. Aber an sich sind diese 6 Fertigkeiten jene, die die Finanzkompetenz ausmachen. Und ich hoffe, stimmt es mir zu, dass das sich einfach, also dass es sich einfach relativ einfach anhört. Das wollte ich eigentlich sagen. Und es überhaupt keine Raketenwissenschaft ist, weil ganz viele haben auch Angst, Finanzkompetenz zu vermitteln, weil sie selber irgendwie davon überzeugt sind, sie verstehen es nicht ganz, sie wissen nicht, worum es geht. Und tatsächlich, das sind alles, ich mag jetzt nicht sagen 0815 Dinge, aber es ist jetzt nichts, wo man denkt, aha, dazu habe ich null Bezug. Weil ein Budget im Griff zu haben, ich kann sie auch mal durchgehen, ist eigentlich nichts anderes als ein Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Ich weiß, ich gebe nicht mehr aus, als ich habe und das reicht. Andere brauchen es viel, viel genauer. Die wollen dann auf den Cent genau wissen, was da eigentlich passiert. Aber nicht mehr ausgeben, was ich eigentlich habe, ist eigentlich schon die erste Fertigkeit. Und da kann man super gut arbeiten. Da gibt es mehrere Methoden, wie man das erreichen kann. Aber reicht auch. Und leider ist es immer noch so, dass es viele Menschen nicht hinbekommen, weil sie es einfach nicht machen. Egal, ob sie reich oder arm sind. Reiche haben einfach mehr Geld, mit dem sie sich überschulden. Und Arme machen es auch mit ein bisschen weniger Geld. Aber wer nicht gut mit Geld umgeht, das ist quasi keine, hat keine Arm oder Reich Masche drauf. Reflexives Konsumverhalten ist im Endeffekt, dass ich eigentlich nur verstehen muss, dass es ein Konsumsystem gibt, das ein einziges Ziel hat, mir Dinge zu verkaufen, die ich wahrscheinlich gar nicht brauche. Und das aus Gründen macht, die vielleicht gar nicht so meine Bewegungsgründe, also Beweggründe dahinter sind. Und das heißt nicht mehr, als eigentlich zu wissen, das will ich und das will ich nicht. Und das kaufe ich mir jetzt, weil ich es wirklich kaufen will, aus den und den Gründen. Da habe ich mache bei so Mentoring-Programmen mit und da hatte ich einen Lehrling, das war der Milosch, der hat für Mercedes in der Mechanik gearbeitet. Und der hat mir ganz, ganz lange erzählt, dass er sich diesen riesengroßen BMW für, ich glaube, 70.000 Euro oder so war der, neu kaufen möchte. Und dafür geht er am Samstag und Sonntag schwarz arbeiten und Vollzeit von Montag bis Freitag bei Mercedes. Und hat dann gesagt, er hat sich ausgerechnet, er macht das jetzt 3 Jahre und in 3 Jahren hat er das Geld für diese Anzahlung, dann macht er das Leasing und holt sich dieses riesengroße, tolle Auto. Weil er wirklich ganz, ganz viel sich mit BMW beschäftigt hat und vor allem total viel in WhatsApp-Gruppen, in Facebook-Gruppen, auf Instagram ständig mit sehr, sehr viel Werbung konfrontiert war. Und da auch wichtig war, Konsequenzen zu verstehen. Weil zum Beispiel, wenn ich ein neues Auto kaufe, sobald ich da den Schlüssel rein tue, aufdrehe und 1 Kilometer fahre, ist das Auto im nächsten Jahr oder nach dieser Zeit 30-40% weniger wert. Und dieser Wertverlust, der löst schon einiges aus. Wenn ich sage, 70.000 Euro hast du dieses Jahr ausgegeben, nächstes Jahr ist das Auto nur noch
55.000 Euro wert. Das tut auch Milos sehr weh. Und da sind wir so Punkte durchgegangen, um zu erkennen, was dieser Kauf denn eigentlich auslöst. Nicht, weil ich ihn überzeugen wollte, dass er dieses Auto nicht kauft, sondern weil ich ihm einfach nur zeigen wollte, hier, du hast Nebenkosten, du musst das Ding reparieren, du musst es erhalten. Da ist viel mehr dahinter als das, was du gerade siehst im Konsum. Und habe ihn auf Raum gelassen, dann zu entscheiden, ob er das macht oder nicht. Und hätte Milos gesagt, er geht jetzt diesen BMW kaufen, wäre ich der Erste, der irgendwie eine Flasche Sekt oder Champagner oder was auch immer, und ich wäre mit ihm mitgegangen, weil er mir sagen kann, Goran, ich weiß, ich habe die Konsequenzen, ich muss das und das berücksichtigen und ich will das Auto trotzdem haben. Das ist auch schon reflektiertes Konsumverhalten. Aber eine Entscheidung bewusst und halt durchgedacht zu treffen, darum geht's. Und das meine ich auch mit richtig oder falsch. Hätte er mir dann gesagt, er ist sich voll bewusst, es ist ihm wichtig, weil er fühlt sich gut, er liebt dieses Auto, er will sich um das kümmern, was auch immer. Fair enough, es ist egal, welche Gründe er hat. Wichtig ist, dass er Gründe hat, die nachvollziehbar sind und argumentierbar, dass es auch passiert. Genau. Externe also Einflüsse. Entschuldigung, er hat es gekauft, oder? Nein, er hat es nicht gekauft. Okay. Er hat es nicht gekauft. Ja, es war fand ich auch. Wie gesagt, ich mag jetzt nicht sagen, es wäre mir nicht wurscht gewesen, klar. Wir sind uns auch Punkte durchgegangen, wie kann er das Geld vielleicht anders investieren, er wollte auch ins Ausland gehen und seine Eltern hatten kein Geld für dieses Auslandsaufenthalt, also das waren ein paar Punkte dabei, die auch bei ihm einiges ausgelöst haben, einfach weil du in anderen Mustern denken kannst und dir überlegen kannst, hey, was kann ich mir eigentlich alles möglich machen mit dem Geld, das ich da für dieses Auto ausgeben würde, und das hat ihn dann am meisten wieder rausgezogen aus der Geschichte. Dass er erkannt hat, okay, es gibt viel, viel schönere Sachen, ob es Urlaube sind, ob es Momente sind, die er sich dann quasi leisten kann, als jetzt dieses Auto zu haben, das du über 10 Jahre zurückzahlst, das dann eh nichts mehr wert ist und du nichts davon hast, ja. Und vor allem ist es schwierig, weil gerade in der migrantischen Community wird halt mit großen Autos viel verbunden. Es gibt viele Menschen, die leben in kleinen Wohnungen und fahren aber große Autos, ja. Und eigentlich müsstest du vielleicht eher darauf achten, schön zu leben und dir was, aber ja, es ist halt leider ein Prestigeelement. Und das ist auch die Autoindustrie. Also man merkt auch in Deutschland, wo die Autoindustrie sehr, sehr stark ist, wie stark die Lobby dahinter ist, dass es auch erhalten bleibt, das System. Und nein, wir brauchen nicht alle eigene Autos. Und nein, wir müssen uns auch nicht alle 5 Jahre ein neues Auto kaufen. Das ist leider auch ein Wirtschaftssystem dahinter. Aber er hat es nicht gemacht. Aber er hätte es gemacht, auch kein Problem. Genau. Externe Einflüsse sind eigentlich Marketing und Gruppendruck. Also alles, was auf mich einwirkt, ähnlich wie, keine Ahnung, Eltern Erwartungen an ihre Kinder haben können, haben alle anderen auch Erwartungen an einen selber. Und gerade der Konsum und die Wirtschaft schafft sehr gut, diese Erwartungen so weit zu bekommen, dass ich dann auch gewisse Konsumentscheidungen treffe. Aber die einfach mal zu erkennen, reicht eigentlich schon. Und ich treffe ganz andere Geldentscheidungen. Genau, Notgroschen. Ganz wichtig, rosa-rote Brille absetzen, nicht pessimistisch aufs Leben zu gehen, das meine ich damit nicht, sondern einfach nur, es kann auch nicht so reibungslos laufen ab und zu. Und das Ziel sollte hier sein, dass man so 3 bis 6 Monate an Erspartem zur Seite hat, das sind die Lebenserhaltungskosten von 6 Monaten zum Beispiel. Also nicht den Nettoverdienst, sondern wenn ich weiß, ich brauche 1.200 Euro, um meine Miete zu zahlen, Strom, Wärme und Essen, dann sind es 1.200 Euro mal 6 zum Beispiel. Das reicht eigentlich schon. Und gleichzeitig würde ich jetzt sagen, wenn wir nur in einem Erwachsenen-Workshop bleiben, dass jeder Euro, den ich mehr habe, der darf nicht mehr aufs Sparbuch. Der muss woanders hin, wo er mehr verdient als diesen einen Euro. Aber das ist für Kinder und Jugendliche auch nicht relevant. Die müssen lernen, und das ist auch ein Problem, Kinder und Jugendliche greifen ganz schnell nach den Sternen, weil sie mit Motiven konfrontiert sind, die ihnen zeigen, du musst keine Leistung mehr bringen, du musst nicht viel arbeiten und es fällt dir relativ viel vom Himmel. Warum? Sie sehen auf sozialen Medien Fußballerinnen und Fußballer, die super reich sind, YouTuber, die super reich sind, Menschen, die irgendwie durch Mechanismen ganz, ganz viel Geld verdient haben und glauben, das trifft auch auf sie zu. Und dann machen sie eine Lehre als Kosmetikerin oder Friseurin oder ich weiß nicht was und glauben, sie werden dann schon irgendwie reich oder gewinnen dann beim Lotto oder kriegen dann über, keine Ahnung, diese und jene Gruppe und passives Marketing und ich weiß nicht was, auf einmal ein Geld, die greifen ganz, ganz schnell zu den Sternen und sehen aber nicht, dass hinter gewissen Zielen, die ich erreichen will, auch Arbeit steckt. Und so auch der Notgroschen, dass wenn ich mir etwas ersparen möchte, muss ich halt auch aktiv sparen. Und wenn ich irgendwie groß auf Urlaub fahren will, kann ich jetzt nicht
sowohl jeden Tag fortgehen und jeden Tag essen und was auch immer. Ich musste mich halt irgendwo auch einschränken und mir das unter Anführungsstrichen erarbeiten oder einfach mehr arbeiten gehen. Und die junge Generation hat dieses, im Vergleich zum Beispiel zu den Generationen davor, hat dieses Momentum ganz, ganz wenig und diese Motivation, weil sie in einer Realität leben, wo sie das nicht mehr verknüpfen können, dass Arbeit und Leistung meistens belohnt wird oder mit Zielerreichung gleichgesetzt wird. Und da muss man sie ein bisschen wieder zurück in die Realität bringen, sage ich immer. Mhm. Und eben noch irgendwie aufzeigen, nehmen wir Podcaster oder YouTuberinnen und YouTuber, das sind von 1 Million YouTube-Accounts, sind vielleicht 50, die damit Geld verdienen können. Und diese 50, die brauchen für ein Video so und so, so viele Stunden, um dieses Video zu produzieren. Das ist einfach Arbeit. Das ist ihnen nicht vom Himmel gefallen, dass sie so erfolgreich geworden sind. Und das merken sie zum Beispiel auch wenig oder gar nicht. Genau. Finanzielle Ziele haben wir schon gemacht. Kurz-, mittel-, langfristig sich das auch zu überlegen, zu sparen. Und wenn ich spare oder investiere, das auch zu einer Gewohnheit zu machen. Und das ist schon ein bisschen schwieriger, fürs Alter vorauszuplanen oder halt eben vorzusorgen, vor allem für die junge Generation, weil es einfach viel zu weit weg ist. Und das ist eine der schwierigsten Sachen. Also man kann mit so 18-Jährigen, 17-Jährigen schon gut über das Thema reden, weil ihre Karriereentscheidung oder ihre Berufsentscheidung sich natürlich auch aufs Leben auswirkt. Bei Jüngeren ist es echt schwierig, über das Alter zu sprechen, sollte man auch nicht. Also ich finde, man muss gewisse Themen dann aufbringen, wenn es von der Relevanz ist. Aber wenn es jetzt um die Fertigkeiten der Finanzkompetenz geht, gehört das auch dazu. Junge Menschen, also junge Erwachsene, also alle Menschen bis so, je nach Definition, 29 oder 35, die sollten sich möglichst früh auch schon über das Alter Gedanken machen, damit sie einfach die richtigen Entscheidungen treffen. Wir haben auch, Yvonne und ich, im Vorfeld auch über Frauen und Finanzbildung geredet, dass es sehr große Ungleichheiten zwischen Frau und Mann gibt bei finanziellen Themen. Das hat vor allem mit der Lebensphase von 20 bis 40 zu tun, wo viele Frauen in Karenz gehen, viele Frauen in Teilzeit gehen, viel unbezahlte Sorgearbeit machen. Das wirkt sich alles eins zu eins aufs Alter aus. Heißt jetzt nicht, dass ich das nicht machen sollte, aber heißt vor allem, dass, wenn ich das in Anspruch nehme, mir wissen sollte, was sind die Konsequenzen davon, und wenn ich irgendwie Lücken habe im Alter, wie schließe ich mir die? Ob ich das selber mache oder ob ich das über andere, aber das ist ja einfach dass ich keine bösen Überraschungen habe. Und je früher ich anfange und je mehr Zeit ich habe, etwas zu erarbeiten, desto leichter ist es. Aber es ist gleichzeitig auch nie zu spät. Da gibt es ja auch dieses, wenn ich jetzt jeden Tag 1 Euro weglegen würde, sind das 365 im Jahr. Das mal 10 ist was anderes als das mal 3 zum Beispiel. Ja, also es ist immer der Zeitfaktor, der spielt eigentlich immer positiv mit. Ja, das waren sie, die 6 Fertigkeiten, um die es bei Finanzkompetenz geht. Jetzt würde der quasi proaktivere Part starten, wo wir uns anschauen, insbesondere wenn es um Kinder und Jugendliche geht, was muss man da berücksichtigen, wenn man Finanzkompetenz anspricht und vermittelt? Welche Fertigkeiten und Kompetenzen sind dann in welcher Altersgruppe wichtig? Und dann würden wir abschließen mit ein paar Übungen, Methoden, Aktivitäten, die man dann in einem gewissen Setting einfach mal ausprobieren kann, die aber immer an diesen Fertigkeiten, die wir jetzt durchgegangen sind, orientiert sind. Wollen wir wieder eine Pause machen? Es ist schon 19:30. Vielleicht eine kurze. Ja. Vielleicht kurz, ja. Machen wir wieder 5 Minuten bis 35. Mhm. Okay, gut. Supi. Bis gleich. Bis gleich. Bis später. Ah ja, die Aufzeichnung. Yvonne, ich weiß nicht, ob du schon weg bist. Kannst du eigentlich stoppen? Danke. Diesmal ist das spannend. Genau, gutes Stichwort. Und zwar, wie vermittelt man Finanzkompetenz, insbesondere wenn es um Kinder und Jugendliche geht? Und ich habe euch hier ein paar so Wölkchen mitgebracht, die wir jetzt kurz durchgehen können. Und ich nehme an, weil ihr schon hier seid und mich mit dem Thema beschäftigt, dass ihr, wenn ihr mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, einfach höchstwahrscheinlich sehr offen arbeitet, neu seid, innovativ seid. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, weil Finanzkompetenz ist so multidimensional und so facettenreich, dass man da mit einem ganz bestimmten Ansatz am erfolgreichsten ist. Und diese paar Stichworte, die hier aufgezählt sind, die führen unserer Erfahrung nach auch zum größten Erfolg. Die offene Atmosphäre ist schnell erklärt, gerade für euch, die sowieso mit Jugendlichen und Kindern arbeiten.
oder wie wir es ja heute auch schon versucht haben zu etablieren, dass man einfach Raum schafft, um gewisse Dinge zu besprechen und das auch, wie es hier auch schon drinnen steht, möglichst neutral und niederschwellig zu machen. Also wenig richtig oder falsch, viele Meinungen zuzulassen, viel zuzuhören, aber vor allem auch zu diskutieren. Gerade Kinder und Jugendliche werden sehr oft beurteilt, werden oft in gewisse Schubladen gesteckt und können nie quasi wertfrei oder selten wertfrei ihre Meinung kommunizieren. Und gerade am Thema Geld oder Aufbau von neuen Kompetenzen ist das super, super wichtig. Die Freiwilligkeit, gerade im schulischen Kontext, ist ab und zu schwierig, aber kann auch sehr leicht sein. Also wenn sich Personen, das merkt man auch schnell in der Gruppe oder Gruppendynamik, nicht von vornherein auf das Thema einlassen, hat das meistens Gründe. Vielleicht sind sie unsicher, vielleicht wollen sie nicht über Geld reden. Und hier diese Freiwilligkeit in den Vordergrund zu stellen, ist immer super wichtig. Man muss nicht, man kann. Und sehr viele von den Übungen, die man macht, die kann man auch alleine machen. Und die Freiwilligkeit, da geht es vor allem um das Gesprochene und nicht das Aktive. Also wenn alle jetzt die letzten 5 Ausgaben aufschreiben sollten, dann ist das nicht unbedingt freiwillig, sondern sollten das auch alle machen. Aber darüber zu reden, welche von denen jetzt die wichtigste war oder nicht, das ist dann eher das freiwillige Element. Auf Augenhöhe, das schaffen wir quasi als externe Trainerinnen und Trainer in den Klassen sehr gut, weil wir nicht dieses Verhältnis haben, das eine Lehrkraft zu den Schülerinnen und Schülern hat, sondern weil wir als Externe reinkommen, wir können die duzen, wir müssen sie nicht bewerten, wir müssen sie nicht benoten, wir können sehr gut auf Augenhöhe mit ihnen sein. Also quasi, meine Meinung ist wichtig, aber es ist genauso deine Meinung wichtig und man begegnet sich da quasi auf einer Linie. Ganz viele, vor allem Jugendliche, weil Kinder checken es noch nicht so ganz, aber Jugendliche, die brauchen zwar ein bisschen eine Hierarchie und eine Ordnung, aber sie schätzen es einfach sehr, wenn ihre Meinung geschätzt wird. Und dieses Gefühl beim Thema Finanzkompetenz oder Vermittlung von Finanzkompetenz, das bringen wir sehr oft rein. Das verhaltensbasierte Arbeiten, das Lebensrealitätsarbeiten ist gerade im Thema Geld extrem wichtig, weil gerade im Geo- und Wirtschaftskundeunterricht wird viel über Systeme geredet, Unternehmen auf theoretischer Basis, aber tatsächlich gerade Jugendliche oder Kinder, die haben ja aktiv im Alltag schon mit Geld zu tun. Und das kennt ihr, wenn man lebensnahe Beispiele oder Beispiele aus ihrer Realität bringt, dann haben die viel, viel mehr Bezug und direkteren Bezug dazu. Und wir versuchen auch mit Beispielen oder Lebensrealitäten zu arbeiten, die sie auch wirklich schon erfahren haben. Ob das jetzt Marken sind, die sie kennen, ob das Instagrammer oder YouTuber, YouTuberinnen sind, die sie kennen. Also wir versuchen, am Puls der Zeit zu sein, aber auch Beispiele zu finden, zu denen die einen direkten Bezug haben. Das ist ein bisschen eine Recherchearbeit. Die meisten Übungen von unseren Aktivitäten haben eigentlich direkten Lebensbezug. Aber ich glaube, das ist enorm wichtig. Und ja, die Warnung der Privatsphäre und Niederschwelligkeit hatten wir schon, aber die Privatsphäre, dass man da jetzt, außer es sind irgendwie Gewalt im Spiel, das kennt sie ja, das muss man dann, da gibt es gewisse Meldepflichten. Aber wenn man sich oder wenn sich Kinder oder Jugendliche einem anvertrauen, weil irgendwie Schulden gerade ein Thema sind oder man Fragen hat oder selber sich gerade irgendwie in eine prekäre Lage gebracht hat, dann ist das, glaube ich, also das trägt auch zur Atmosphäre bei. Die bringe ich immer. Ich weiß, dass ihr als erfahrene Menschen in diesem Feld das wahrscheinlich eher selbstverständlich schon seht, aber ich finde das noch einmal zu betonen oder zu untermauern immer ganz wichtig. Und der Auftrag so an jede Person, also euch jetzt mittlerweile auch, die Finanzkompetenz an die Zielgruppen bringen, sind eigentlich diese paar Punkte. Das ist oberste Prämisse, einfach mehr über Geld zu reden und das nicht zu einem Tabuthema zu machen, egal ob es positiv oder negativ ist. Wir sollten das ansprechen, wir sollten gute Sachen ansprechen, schlechte Sachen ansprechen, das Wirtschaftssystem, alle Themen, von denen wir heute gehört haben, das auch zum Thema zu machen und nicht ständig zu tabuisieren oder irgendwie negativ zu konnotieren. Einfach drüber reden, das ist super wichtig. Und die zweite Ebene, wobei auch Kinder oder junge Kinder auch in der Volksschule schon verstehen, was es bedeutet, Dinge zu hinterfragen und auch kritischer zu sein, das ist das zweite Element, diese Sensibilisierung für Einflüsse. Da geht es eigentlich nur um das Bewusstsein, dass man sich bewusst ist, dass da viel auf mich einwirkt und eigentlich ich die Person bin. Und da geht es auch wieder um diese Selbstbestimmtheit. Ich kann entscheiden, lasse ich das zu, lasse ich es nicht zu. Ich entscheide über jeden Cent und jeden Euro, den ich ihm ausgebe oder nicht ausgebe, ob ich das mache oder nicht.
Und ganz viel davon ist auch von Fremden beeinflusst. Aber wieder dieses Jugendliche wollen nicht gefrotzelt werden und erst recht nicht, wenn ihnen Macht und Entscheidung weggenommen wird. Das zieht auch total, dass man sagt, hey, es geht um dich und du bist Finanzchefin, Finanzchef deines Lebens und nimm das auch in die Hand und mach's einfach. Zieht auch ganz gut. Und dass man das nicht als komplexe Materie darstellt, sondern sehr einfach verpackt, eben mit so Daumenregeln, mit Dingen für den Alltag. Man kann viel, viel einfacher, also viele, viele komplexe Sachen auch einfach erklären. Und diese 6 Fertigkeiten, die wir haben, die kann man dann vielleicht über ein Schuljahr sogar oder über mehrere Elemente ganz gut verpacken. Wir haben mit der Yvonne auch schon gesagt, mit der Arbeiterkammer eine tolle Kooperation, wo wir auch an Schulen gehen. Da bringen wir meistens Plakate mit den Fertigkeiten, Daumenregeln, die man dann aufhängen kann. Das sind perfekte, so Erinnerungs- oder Mechanismen, die man dann immer wieder hervorrufen kann. Was ich jetzt schnell durchmachen werde, dass wir noch gut Zeit haben, auch die Übungen durchzugehen, aber ich glaube, es ist gut zum Durchlesen. Das ist jetzt die Unterteilung, was kann ein 3- bis 5-Jähriger in Sachen Geld dann schon lernen. Dann seht ihr schon, was ich gemeint habe. Es ist ein Gefühl dafür zu bekommen, dass ich etwas besitze, dass ich ein Eigentum habe, dass nicht alles mir gehört, sondern dass andere Sachen auch anderen gehören, dass es auch gemeinschaftliche Sachen gibt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Werten und gratis und nicht gratis und wertvoll und teuer. Dass ich sogar schon etwas weglegen kann. Also diese Maßlosigkeit, die Jugendliche auch entwickeln, die kommt ganz, ganz viel, weil sie alles bekommen, was sie sich wünschen. Das ist ein Riesenfehler, auch bei ganz, ganz jungen Menschen, dass sie das Gefühl, also nicht das Gefühl haben, dass sie sich etwas weglegen müssen oder etwas ersparen müssen. Das ist auch bei 3- bis 5-Jährigen schon der Fall. Und wie auch schon eingangs erwähnt, 3- bis 5-Jährige, die merken, dass eingekauft wird, dass da etwas ausgetauscht wird, dass da vielleicht nicht alles gekauft wird. Also die merken viel, viel mehr, als man glaubt. Man kann auch das alles zu Themen machen, die auch adressieren. Und die nehmen das auch mit. Und diese Verhaltensmuster, wie gesagt, die etablieren sich schon in sehr, sehr frühen Jahren. Dass man das dann auch, und was man früh etabliert hat, das kann man dann im Alter schwer oder nur sehr, sehr, sehr langsam ändern. Ja, das ist... Also je eher man coole Verhaltensmuster oder gute Verhaltensmuster hat, entwickelt, desto besser. 6- bis 8-Jährige, da geht sehr viel um fast schon so Grenzen kennen und dass Ressourcen auch endlich sind, dass man das gut einteilen kann, dass es Sparziele gibt, an denen ich arbeiten kann. Es ist nicht nur, also bei den Jüngsten geht es darum, dass man sich auch etwas erarbeiten kann. Bei denen geht es schon darum, dass sie es auch einteilen können. Aber ich glaube, das ist hier an sich ganz gut schon beschrieben. Also ich werde einfach nur schnell jetzt drüber gehen. 9- bis 11-Jährige, quasi das Geld zwar fester Bestandteil eines Lebens ist, aber nicht die Glücksquelle. Und dass es viel, viel andere Gründe gibt, dass ein glückliches Leben passiert, aber Geld halt auch dazugehört, dass man ein glückliches Leben führen kann. Dass man eine Persönlichkeit entwickelt und anhand dieser Persönlichkeit auch gewisse Entscheidungen trifft, das ist in diesen Fällen auch so, dass sie spüren und was sie auch sehr viel spüren und das merkt man auch in der Schule, sind, dass gerade hier dann so Peppa Pig oder ich weiß nicht, Fortnite, also so Comics oder Fernsehserien und solche Sachen oder Werbung auch schon super präsent ist. Und dass man auch thematisieren kann mit bereits 9- oder 11-Jährigen. Also das kriegen sie auch mit. Und ja, Kinder heutzutage, die schauen viel fern, zwar nicht am Fernsehen, aber auf dem Tablet, auf dem Handy. Ganz viele Eltern drücken, wenn sie keine Lust mehr auf diese Kinder haben, ihnen Smartphones und Tablets in die Hand und sie sind automatisch in einer riesengroßen Konsumwelt, die super personalisiert ist. Also Werbung ist bei ihnen ein riesengroßes Thema. Und dass sie auch früh bereits merken, wie können sie Überblick behalten. Nicht nur über Ausgaben, sondern über alles, was so in diesem Kontext passiert. 12- bis 14-Jährige, auch mit, da muss es quasi schon in die Richtung gehen, dass man mehr Verantwortungsgefühl entwickelt, weil man auch geschäftsfähig wird und auch mehr Taschengeld bekommt, auch größere quasi Einkäufe tätigen kann, vielleicht auch mehr Geld zur Verfügung hat, wenn es die Eltern dann auch bereitstellen. Und dass man dann quasi auch langfristige Ziele hat, mehr quasi mit Geld arbeitet und auch bewusstere Entscheidungen trifft. Und ab 14, ich weiß gar nicht, warum ich sie reingenommen habe, da gibt es auch eine eigene, das muss ich auch noch schnell aufschreiben. Ab 14, da geht es dann schon sehr stark um
Dinge wie Berufsorientierung, Karriereweg, größere Planungen, Geld als Mittel zum Zweck sehen, um sich auch größere Sachen zu erfüllen, dass man auch damit planen kann. Also das ist dann schon ein wenig komplexer. Aber das veranschaulicht auch voll, dass es echt einen Unterschied gibt zwischen sehr, sehr jungen und eher älteren Kindern und Jugendlichen und dass die Komplexität, wie ich was formuliere oder was ich alles anspreche, durchaus variieren kann. Genau. So, und jetzt machen wir noch, ich glaube, Bianca, du musst auch los, oder? Relativ bald. Ja, ich setze mich bald ins Auto, das stimmt. Ach so, okay. 3 Minuten. Gibt es Dinge, die dich noch besonders interessieren, oder ich mache einfach weiter und du loggst dich aus, wenn du weiter musst? Aber falls es irgendwie Sachen gibt, weil du dann los musst, die dich noch interessieren, die jetzt noch nicht beantwortet sind, kannst du auch gerne deine Fragen jetzt schon reinwerfen. Das Umsetzen natürlich, mit welchen Einstiegen, mit welchen Beispielen, das interessiert mich natürlich jetzt sehr. Aber wenn das Ganze eh aufgezeichnet wird, dann schaue ich mir den Schluss einfach später dann einmal an. Also super. Überhaupt kein Thema. Und wenn noch wirklich Fragen offen sind, vielleicht melde ich mich direkt dann vielleicht, wenn ich darf. Natürlich, gerne. Also in dem Foliensatz ist dann unten auch meine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer drinnen, also einfach anschreiben. Ja, super. Ja, perfekt. Dann machen wir das so, dass wir ein bisschen in die Übungen reingehen. Für jede von denen, also ich setze es eh schon, wir haben dann die Fertigkeiten hergenommen und dann uns überlegt, wie könnte man, mit welchen Aktivitäten, Übungen könnte man diese Fertigkeiten ausbauen oder zum Thema machen. Geldassoziationen und ja oder nein, das haben wir gleich zu Beginn gemacht. Keine Sorge, die werden dann in eigenen Handouts kurz erklärt. Da steht dann drinnen, das dauert so und so viel, es braucht die und die, das und das Setting, die und die Reflexionsfragen und das ist quasi die Umsetzung. Aber was wir jetzt machen, ist ein bisschen durchgehen, was für welches Alter ein guter Einstieg sein könnte. Und da haben wir zum Beispiel, wenn es um diese Übersicht geht und diese Einteilung, woher kommt mein Geld, wohin geht mein Geld, das sogenannte Zettelbudget, das schildere ich nur ganz kurz. Also im Endeffekt geht es darum, dass der Aufhänger ist, dass du quasi der Finanzchef, die Finanzchefin deines eigenen Lebens wirst. Und dass es da ganz wichtig ist, zu realisieren, dass du im Leben immer viel, viel mehr Ausgaben haben wirst, als du Einnahmen haben wirst. In der Regel ist das so, dass du meistens eine Geldquelle hast, das sind die Eltern, das sind Oma und Opa, das ist dann irgendwann mal der Job oder der Arbeitgeber, weil das Einkommen super starr ist und die Ausgabenseite ist eine, die enorm groß ist, aber auch super viel Potenzial ist zu optimieren. Und dann gibt es immer dieses eine Bild, dass man an einem Steuerhebel sitzt und dann trifft man gewisse Änderungsentscheidungen und kann dann einsparen oder Dinge umschichten. Aber das Zettelbudget fängt eigentlich nur damit an, dass wir uns überlegen, wohin kommt mein Geld, woher kommt mein Geld und wofür gebe ich es aus in großen Kategorien. Ob das jetzt Taschengeld ist, Gehalt ist und dann auf den Ausgabenseite irgendwie Fußball, Lebensmittel, weiß ich nicht. Dann kommt Netflix irgendwann einmal, dann kommt irgendwann mal Amazon, also je nachdem, wie alt die Kinder sind. Und dann von dort aus kann man Themen ansprechen, wie wichtig ist das. Und da arbeiten wir null mit Zahlen. Also wir schreiben da nirgendwo eine Zahl hin. Es geht nur um quasi grobe Kategorien und Gegenstände und thematisieren dann, ob die wichtig sind, ob sie nicht so wichtig sind. Waren das Dinge, die du gebraucht hast oder die du gewollt hast? Sind das irgendwie Dinge, die für dein Leben wichtig sind oder wohin willst du damit? Und dann gerade bei Älteren, da geht es dann auch schon um Fixkosten und variable Kosten, dann kann man da auch schon variieren, was muss ich unbedingt haben, dass ich Miete zahlen muss, dass ich Strom und Wärme zahlen muss, das kann man quasi auch in Kategorien einlegen und da haben wir ein eigenes Muster, wie man das zum Beispiel ein Tafelbild machen kann, mit Flipcharts oder diesen Zusatztafeln, die es so gibt. Und wie man das quasi anpassen kann, je nach Altersgruppe, ist ein super Beispiel. Jetzt weiß ich nicht, ob bei euch in der Schule oder generell im Arbeitsalltag, die lassen wir mal aus, die Handys erlaubt sind, aber wenn man Kindern eine App oder Jugendlichen eine App geben kann, mit der sie arbeiten können, auch im Schulalltag oder in der Freizeit, desto eher akzeptieren sie gewisse Hausaufgaben oder Aufgaben, die man ihnen gibt. Und wir hatten in drei Klassen
quasi eine Art Challenge über 2 Monate, nämlich die, die es schaffen, ihre Ausgaben am korrektesten mitzuschreiben auf einer App, die haben 3 Preise gewonnen. Und wir haben leider diese Preise wir mussten die aufstocken, weil so viele so sehr dahinter waren und sich auch in der Gruppe abgesprochen haben, dass sie einfach es spannend fanden, herauszufinden, wofür gebe ich mein Geld aus, wohin fließt, in welche Kategorien fließt. Und wir hatten eben dieses Tool, das ist gratis, da ist keine Werbung drin, sie sammeln keine Daten, verkaufen keine Produkte, keine Sorge. Das prüfen wir immer sehr, sehr scharf, dass sie es einfach in irgendeiner App abbilden können und die sie sich dann auch teilen können, in Gruppen oder dann in der Schule, hat wahnsinnig gut funktioniert und ist sehr niederschwellig. Gerade bei so 14- bis 17-Jährigen kann man das super machen, weil die einfach ein größeres Volumen haben, Geld auszugeben oder Geld zu verdienen. Bei eher Jüngeren funktioniert das nicht so gut. Dann haben wir eine, das ist eine super schöne Übung, die sehr, sehr schnell geht. Das nennt sich Was kostet das Leben? Die kann man in 10 Minuten machen, die kann man aber auch ausdehnen auf eine Stunde. Ich erkläre sie ganz kurz. Das ist im Endeffekt, stellt man ein paar Fragen. Also das Setting ist ein bisschen eine Art Bieterverfahren. Man hat einen Zettel und schreibt dort 1, 2, 3, 4, 5 auf diesen Zettel. Und dann sagt man, ich stelle euch jetzt ein paar Fragen. Und die allererste Zahl, die ihr quasi als Ausgabe mit dieser Frage verbindet, schreibt sie auf diesen Zettel, ohne euch anzuschauen, was der Nachbar, die Nachbarin macht. Also einfach nur, wenn ich jetzt zum Beispiel lese, was darf ein richtig cooles, tolles Paar Schuhe kosten, dann schreibe ich die erste Zahl hin, die mir einfällt und fertig. Und so geht man quasi alle diese Fragen da durch, die es da so gibt. Also die Schuhe, was darf ein schönes Essen kosten, was darf eine Woche Urlaub kosten, was darf die Dreizimmerwohnung kosten, was ist ein guter Lohn. Und das Spannende daran ist, dass wenn man jetzt 20 Schülerinnen und Schüler hat, ich garantiere euch, die meisten werden ganz, ganz andere Zahlen da drinnen stehen haben. Und dann macht man zum Beispiel ein Bieterverfahren und sagt, okay, du, was hast du bei, was darf eine Woche Urlaub alleine kosten? Dann sagt die Person 500 €, und dann sagt man, wer hat mehr oder wer hat weniger, und dann gibt es dieses, dann schreien sie lauter Zahlen raus, das finden sie immer super cool, und dann hast du auf einmal eine Spanne zwischen 200 € und 3.000 € beim Urlaub. Und dann fragt man einfach, okay, warum ist diese 300 € Urlaub für dich? Und dann sagen sie, ja, ich brauche eigentlich nicht mehr als ein Zelt und einen Wald und irgendwie Freizeit und Tiere, und die anderen sagen, ja, aber 3.000 € all inclusive, du fliegst irgendwo hin, und dann kommen Kinder, die dann sagen, hey, aber da geht es um Umweltaspekt, man kann sich nicht mehr alles leisten. Da geht es auch viel um Diskussion. Also man kann einfach viel schon dieses Werte, was ist wichtig, was ist unwichtig, was brauche ich, was will ich, thematisieren. Aber nehmen wir auch ernsthaftere Themen, wie zum Beispiel eine Dreizimmerwohnung. Da kann man bei der Dreizimmerwohnung mal eine Realität schaffen, wie teuer eine Dreizimmerwohnung zum Beispiel in der Stadt überhaupt ist. Da liegt auch die Realität sehr weit. Also viele glauben, sie können sich mit 500 € eine Dreizimmerwohnung leisten. Das ist halt einfach nicht mehr die Realität. Und dann auch so komplexere Dinge wie zum Beispiel Nebenkosten, wie Betriebskosten, wie das ganze komplizierte Erwachsenenthema dann auch in diese Übung hier mit reinbringen, die am Anfang sehr spielerisch ist, eher so dieses Bieterverfahren, wer liegt näher oder besser oder wer liegt näher am Schnitt etc. aufgreifen, um an lebensnahen Beispielen auch quasi ernste Themen zu besprechen. Und in diesem Handout, das da mitkommt, kommt dann je nach Altersgruppe oder Lehrplan, in dem man gerade ist, dann auch die Informationstiefe, die zum Beispiel jetzt beim guten Lohn. Also eine Oberstufe hat jetzt nicht nur einen Lohn und sagt dann 3.000 € netto, dann kann man auch differenzieren zwischen brutto und netto, was sind Sozialabgaben, reicht mir das eigentlich zum Leben, welche Berufsklassen verdienen was, gerade wenn es um Berufsorientierung geht, dass die Durchschnittsnettoverdienste in gewissen Arbeitsschichten zum Beispiel viel niedriger sind als in anderen. Also man kann auch allein schon bei dieser Frage nebenbei quasi oder am Rande schon wichtige Themen mittransportieren oder mitnehmen, die für die Jugendlichen von großer Relevanz sind. Und je öfter man das macht, desto besser. Wir haben dann auch quasi nach dem gleichen Prinzip andere Fragen auch noch mit reingenommen. Eine, die lieben Kinder und Jugendliche neben einer zweiten Markenübung oder Werbungsübung, da geht es um externe Einflüsse, ist, dass wir eine Art Blatt Papier austeilen. Das kann aber auch aufgeteilt sein oder digital gemacht werden, wo wir uns einfach nur anschauen, oben sind quasi Blätter, die in Österreich zu 100% vorkommen, in jedem Bundesland.
die ich bis heute nicht sofort beantworten kann. Und unten kommen Marken und in der Regel haben Kinder und Jugendliche die Marken unten zu 80%, 90% komplett richtig und korrekt und oben fast gar nichts, um einfach nur zu merken, okay, das, was du quasi unmittelbar erlebst und in deinem Umfeld ist, das kriegst du selber nicht mit, aber irgendwelche Marken, die aus Japan kommen, aus den USA kommen, die sind da super präsent und sind da super klar. Und eine zweite ist quasi die 5-Minuten-Challenge, dass du 5 Minuten Zeit hast, dann nehmen sich alle ihr Handy, gehen auf zum Beispiel Instagram oder TikTok und haben einen Zettel mit und schreiben und scrollen quasi 5 Minuten durch einen Social-Media-Feed und sollen einfach nur mitnotieren, wie viel Werbung sie gesehen haben in diesen 5 Minuten. Und wir hatten noch nie eine Zahl, die unter 50 Werbeeinschaltungen in 5 Minuten war. Das heißt, alle Minute kommen 10 Werbeeinschaltungen. Und da muss man aber Ihnen sagen, dass es jetzt nicht um gesponserte Werbung geht, sondern auch versteckte Werbung. Also wenn ein Influencer über eine neue Gesichtscreme spricht, ist das ja auch schon Werbung. Und da hat man mit Ihnen vorher thematisiert und das finden Sie dann, erstens mal ist es sehr explorativ und Sie schauen sich mal alles an, was da passiert und sehen aber auch, mit wie viel Marken und Werbung sie eigentlich konfrontiert sind. Und tatsächlich ist das so, dass je nachdem, wo man ist, im Land oder Stadt, ist man mit 7.000 bis 15.000 Werbebotschaften pro Tag konfrontiert. Und eine Werbebotschaft ist ein Logo, ein Radio, eine Einspielung, Logos, die ich irgendwo sehe, weil das Hirn, das nimmt unterbewusst ganz, ganz viel auf. Also ich muss jetzt nicht eine Marke anschauen, bewusst, dass ich sie sehe, dass ich sie wahrnehme, sondern das Hirn hat ja ein Raumdenken oder ein Raumgefühl und saugt quasi solche Bilder automatisch auf. Und gerade im Werbungsbereich kann man super mit den, das ist die Auflösung, jetzt muss ich mal die Blätter auch mal lernen. Genau, eine spannende Sache und definitiv bei Unterstufe und Oberstufe schon sehr relevant, sind Schuldensituationen und generell diese schnelle Verschuldung von Jugendlichen über Klarna. Da kommen ganz viele Fragen, wie ja, die dürfen sich eigentlich gar nicht verschulden. Die kriegen aber meistens, können sie sich im Supermarkt so Gutscheinkarten kaufen, sie können die Kreditkarte der Eltern bekommen, sie haben quasi halblegale oder illegale Methoden, wie sie trotzdem Schulden machen können. Und das habe ich auch schon erzählt, diese Schuldensituationen, die sind alle real. Das ist eine Art das ist eigentlich ein Kuvert, wo so 5, 6 von diesen Schnipseln drinnen sind. Die Kinder und Jugendliche sollen einfach sortieren, was von diesen Situationen die schlimmste und die nicht so schlimmste ist. Und da ist zum Beispiel vorne, ich habe mir 10 Euro ausgeborgt fürs Mittagessen, bis hin zu, ich spiele im Casino, habe Geld verloren, borg mir Geld aus, weil ich glaube, ich verdiene es wieder und verzocke mich komplett. Und dann sollen sie quasi auf einer Skala von, das ist das Schlimmste zum nicht so Schlimmen, einfach sortieren, wie die Schuldensituationen sind und die dann auch bewerten lassen in Gruppen, warum sie jetzt so schlimm sind oder warum sie nicht so schlimm sind. Da kommen dann teilweise sehr, sehr erschreckende Rückmeldungen, aber auf der anderen Seite auch ganz viel Konsens. Also dass sie sich viel beim Glücksspiel sicher sind, dass das einfach nur Mechanismen sind, die nicht gut funktionieren oder dass Fortnite Mechanismen hat. Das ist dieses Computerspiel, das gerade sehr, sehr oft und viel gespielt wird, dass das Handyrechnungen sind, die halt ultra teuer werden können und die dann eigentlich nur Pixel auf einem Bildschirm darstellen. Wenn mein Handy kaputt ist oder mein Computer, sind das Geld ist auch weg. Ja, also quasi der Wert wird nicht festgemacht an irgendetwas, sondern ist einfach nur im digitalen Raum herum. Aber wie gesagt, da geht es auch um Situationen, die Kinder schon erlebt haben oder Jugendliche. Das löst auch einiges aus, weil es nie abstrakte Beispiele sind, sondern das sind echte lebensorientierte Beispiele. Genau. Und dann, was wir auch haben, sind sogenannte Daumenregeln. Die fangen wir meistens damit an, dass wir schon ein bisschen über das Thema geredet haben, über eine Zeit. Und dann meistens fragen, glaubst du, kannst du gut mit Geld umgehen? Und dann kommt oft Ja oder Nein. Und die Ja sagen, fragen wir dann, was sind denn so quasi deine Meistertricks, die du anwendest, um halt gut mit Geld zu sein? Und du sammelst dann quasi ihre Tipps und Tricks beim guten Umgang mit Geld und ergänzt dann das, was sie schon erarbeitet haben, um Daumenregeln, die wir aus der Praxis quasi sehen und kennen. Die reichen von eben brauchen und wollen, das haben wir heute schon gehört, über
was das Leben wirklich kostet. Also wenn da jetzt steht, die Miete sind 700 Euro, dann ist es jetzt nicht nur die Miete, die du zahlst, oder beim Auto, es kostet halt 100 Euro im Leasing, sondern du hast dann Benzinkosten, du hast die Versicherung, du hast Reparaturen, also dass da einfach noch mehr Kosten anfallen können. Den Regentagetopf, den haben wir, also einfach quasi so Daumenregeln, also Bauernregeln, die man so hat, die sehr gut sind fürs Leben und die man sich leicht merken kann, die man aber zum Beispiel auch in der Klasse ganz gut einfach aufhängen kann und dann immer wieder, wenn es um das Thema geht, mal drüber geht. Aber da haben wir eine ganze Sammlung, die schicken wir auch mit. So, dann schaue ich noch, was ich sonst noch habe. Genau. Und was immer ein ganz guter Abschluss ist, gerade bei Oberstufe, ist, dass man, wenn man schon einige Zeit hatte, darüber nachzudenken, hey, wie wichtig ist mir Geld, welche Schritte setze ich vielleicht nicht, was sind so eigene Beweggründe, die ich habe beim Umgang mit Geld, dass ich mir auch überlege, was will ich denn eigentlich anders machen oder verbessern. Und das fängt auch damit an, dass ich mir quasi diese Ampelsysteme überlege, was ist das, was ich nicht mehr machen möchte, was ist das, was ich irgendwie gut kann und was ich mir behalten mag und was ist das, was ich ab morgen anders angehen möchte oder mir neue Ziele setze. Und dann könnte man das auch ausformulieren und dann schauen, okay, jetzt hast du die Ziele definiert, wie kommst du dorthin, und dann so eine Art Aktionsplan oder nächste Schritteplan zu machen, um dort auch hinzukommen. Da gibt es auch ganz tolle Sachen, die Jugendliche dann ausgefüllt haben, wo sie sich doch dann gemeldet haben nach so einem halben Jahr und dann sagen, hey, ich habe die und die Ziele erreicht oder ich habe jetzt aufgehört, das und jenes zu tun. Oder die werden dann auch stolz, wenn die mal ein Erfolgserlebnis haben, dass sie solche Sachen dann auch geschafft haben. Jedenfalls ist der Methodenkoffer, den wir bei den einzelnen Finanzkompetenzfertigkeiten haben, ein sehr, sehr großer. Und dann geht es einfach nur darum, wie alt sind die Kinder? Gibt es vielleicht Sonderthemen, die zu behandeln sind? Gibt es schon Schuldenfälle oder Belastungen, die sie so mitnehmen? Wie viel Zeit habe ich? Also man hat noch nicht immer viel, viel Zeit, um alles auszuprobieren, gerade wenn es im Unterricht ist oder mit Unterrichtseinheiten. Dann müssen die kurz und knackig sein oder Spiele, die 20 Minuten dauern, das reicht dann eigentlich auch schon. Aber wie gesagt, da haben wir anhand dieser Fertigkeiten, dieser Sekt, die wir eh schon durchgegangen sind, einfach rausgesucht, was denn so passende Übungen sein könnten. Und dann gibt es eine Art, ich glaube, ein 5-seitiges oder 6-seitiges PDF, wo man sich dann quasi die einfach anschauen kann. Genau. So. Ich glaube, ich schaue noch kurz, wollen wir, weil wir halt, eigentlich hätte ich jetzt ein paar von diesen Übungen in der Runde auch gemacht, aber weil wir jetzt nur noch zu zweit oder dritt sind, ist die Frage, ob wir auf ein paar Übungen einfach näher eingehen sollen, ob noch Fragen offen sind, weil sonst würde ich schon ins Feedback gehen oder eben auf Fragebeantwortung. Aber gerade die Übungen, die machen dann meistens Sinn, wenn die Gruppe ein bisschen größer ist, wenn man dann auch mehr Diskussionspotenzial hat. Das ist eine Minigruppe. Ja. Ja, leider. Also ich schiebe es halt aufs Wetter. Es waren ursprünglich 10 Teilnehmer, dann ist es auf 8 Personen geschrumpft und tatsächlich waren wir dann zu 5. Also ja, aber wie gesagt, klein, aber fein. Ja, total. Klein und fein, genau. Genau. Habt ihr denn Fragen oder interessiert euch etwas besonders oder irgendeine Übung, die ich noch näher erklären soll? Also jetzt hat man noch genug Zeit, ja. Eigentlich nicht. Mir fällt nichts ein. Also ich würde sagen, wir dann gehen wir zum Feedback über und ich freue mich aber auf jeden Fall, dass wir die ganzen Folien bekommen. Ja, ja. Die sind wirklich sehr interessant und toll aufbereitet, also wirklich. Danke. Dann gehen wir gerne ins Feedback. Mhm. Gab es denn Sachen, es ist generell einfach eine sehr offene Runde, wie euch das generell gefallen hat, ob was euch überrascht hat, ob irgendwas jetzt schon hängen geblieben ist, ob ihr euch das so erwartet habt oder dass es irgendwie ganz anders war. Ich freue mich da immer zu hören, ja, was einfach eure Einschätzung und was ihr davon hält, von Finanzkompetenz, insbesondere für Jugendliche und Kinder. Ja, es war sehr umfassend.
Und war es dann im positiven Sinne oder war es schon zu umfassend? Im positiven Sinne auf jeden Fall, ja. Okay. Du hast es so begeistert vermittelt, dass es wirklich danke. Interessant war. Haben wir gut ausgesucht. Danke sehr. Eine kurze Frage noch. Wenn es für beide okay ist, würde ich jetzt das Recording stoppen. Ich denke, das Feedback muss nicht unbedingt. Okay? Ja, gerne.